Guten Abend Ihnen allen, ganz herzlich willkommen. Besondere Sendung heute, schön, dass Sie dabei sind. Und ich begrüße unseren heutigen Gast für das Time Magazine. Sekunde, Sie haben ja gleich noch Gelegenheit zu klatschen, und zwar ausführlich. Für das Time Magazine ist er der einflussreichste Deutsche des Jahres 2008. Die FAZ nennt ihn den Sonnenkönig, den Deutschland niemals hatte. Er wird aber auch gern Karl der Große oder Kaiser Karl genannt. Kaiser Karl ist nicht unbeschämt ein Kompliment. Ja, okay, aber in den meisten Fällen tut er gar nicht erst so, als sei er zu bescheiden, diese Attribute anzunehmen. Herzlich willkommen, Karl Lagerfeld. Super. Als wir das letzte Mal zusammengetroffen sind, haben Sie am Ende der Sendung gesagt, eigentlich wäre es besser gewesen, wir hätten uns im Stehen unterhalten, weil man dann irgendwie freier ist. Ich habe meine Meinung auch nicht geändert. Dann stehen wir jetzt einfach mal. Ja, wenn Sie so eineinhalb Stunden oder eine Stunde aushalten können, mir ist das egal. Ja, also ich halte das, sage ich jetzt mal locker durch. Wir können ja Sitzpausen zwischendurch machen. Ja gut, nein, sowas gibt es nicht. Was ist dann besser, wenn man steht? Ja, man denkt besser. Ne? Weil? Redner stehen ja auch am Rednerpult, auch wenn das Stunden dauert. Die sitzen ja nicht und schlafen im Sessel ein. Ne? Ja. Also ist besser, man ist frischer, man ist, ja, man hält mehr Körperspannung. Die Jacken fallen besser. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist es tatsächlich so? Ja, das ist eine Mischung von allem. Ja? Von frischem Geist und von gut sitzender Kleidung. Bei mir wäre die Gefahr, dass ich so sehr rumzappel so im Stehen, dass ich dann man so... Man kann sich ja beherrschen. Ja, kann ja, sich ja, sag mal, Sie sich ja, ich mich mal sehen. Ja, mir ist das, ich bin daran gewöhnt, also mir ist das egal. Das heißt, Sie arbeiten auch im Stehen? Manchmal, ich bin kein Buchhalter, denn früher waren die Buchhalter, die standen ja. Ne? Mhm. Nein, aber zum Beispiel Interviews nach Mode schauen, 2-3 Stunden lang in 4 Sprachen, die mache ich stehend. Spielend einerseits, aber stehend. Ja, ne, hier in Deutsch, da in Französisch, da in Englisch und Französisch. And you are not getting confused with all this. Nein, das ist, manchmal frage ich mich selber, was ich gerade sage. Denn das ist eine Form von kommunikativer Interaktion, die Seltenheitswert hat. Für mich ist Deutsch, Französisch und Englisch das Gleiche. Also höre ich den Unterschied nicht. Und manchmal sage ich mir, in welcher Sprache sprichst du eigentlich? Und manchmal sehe ich an den Gesichtern von den Leuten, die plötzlich geschlossen sind, dass sie nicht verstehen, was ich sage, weil die weder nicht Deutsch können oder nicht Englisch können. Und das merke ich selber nicht. Und zum Beispiel, wenn man mitten in einem Satz die Sprache ändert und ich verschreibe, dann schreibe ich auch in einer anderen Sprache, weil ich den Unterschied einfach nicht mehr mitkriege, was ich gut finde. Das heißt aber, Sie sprechen diese 3 Sprachen so perfekt, dass Sie sowohl denken als auch sprechen, als auch träumen beherrschen. Das ist toll für schlechte Witze. Bitte? Das ist toll für schlechte Witze. Weil, dann kann man... Ja, aber dann kann man natürlich viel mehr Wortspiel. Wir wissen, mit 3 Sprachen haben Sie mehr Wortspiele wie mit einer. Hm? Ja, mal sehen, ob ich heute noch schlechte Witze von Ihnen höre. Nein, das ist ja nicht das Thema der Sendung. Nein, das Kerner ist ja eine Familiensendung. Ja, oh, da wissen Sie schon wieder mehr als ich. Wenn Sie jemandem gegenüberstehen oder Menschen treffen, sei es irgendwo auf der Welt. Achten Sie dann mehr darauf, was der andere anhat? Nein. Oder achten Sie darauf, wie das sitzt, was Sie selber tragen? Ich denke vielleicht mehr an mich, wie an das, was die anderen anhaben. Mhm. Aber ich bin nicht, trotz meines Berufes, jemand, der andere Leute auf Kleidung urteilt. Mhm. Es gibt Leute, die haben weder die Mittel, noch interessiert sie das. Mhm. Und wenn man sie dann auf sowas nur danach beurteilt, dann ist das ein bisschen dumm und oberflächlich. Ne? Mhm. Also... Wir haben 3 Herren zu uns ins Studio gebeten. Die kommen jetzt hier herein, sicherlich zu dem Applaus. Mehr wie 3 Herren? Ja, Moment. Ja, das sind, das ist das Titel Publikum. Herr. Von wann an ist man Herr? Ja, Moment, jetzt kommen die 3 Herren. Die sind alle schick gekleidet. 3 Herren. Könnten Sie mir auf Anhieb sagen, welcher einen teuren Anzug, welcher einen günstigen Anzug und welcher einen mittleren Anzug trägt? Ja, ich will Ihnen was sagen, das hängt auch von der Kleidung. Ich würde sagen, der sitzt am besten, aber die sollten mal die Knöpfe aufmachen, dann fallen die Jacken nämlich besser. Okay, ah, schon erster Tipp, ja, Knopf auf. Knopf auf. Nicht dieses gezwungene. Wie wir. Nein, ich mache es nicht zu, was nicht zugeht. Das ist der Grund. Das ist Angestellte, die zum Chef gehen. Das braucht man nicht. Ne? Ist tatsächlich so Knopf auf? Ja. Ja, okay. Ich würde vom Weiten... Ich würde der sagen, aber ist vielleicht der junge Mann ist besser gebaut wie der anderen. Also will ich dann nicht so unangenehm ist. Und was würden Sie sonst sagen? Also dann hätten wir den sozusagen hochpreisigen oder hochwertigen hätten wir schon. Jetzt welcher ist der ganz günstige und welcher der? Ich würde der günstige, um das nett auszudrücken, würde ich sagen der. Ja? Ich kann ja mal reingucken. Habe ich mich wahrscheinlich vertan, aber. Nee, wir müssen mal gucken. Der hier ist. Der ist mittleres Preissegment. Ich sag mal schwäbische Modemarke, um den Namen Boss zu vermeiden. Ja. Der hier ist schwedische Modemarke, ja, H&M. Und das tatsächlich, das ist Lagerfeld. Hab ich doch recht. Und dann nochmal.
Obwohl ich nichts gegen H&M habe, ich habe sogar mit denen gearbeitet. Ja, ich weiß. Ja. Jetzt mal. Ganz ehrlich, wir haben das ja nicht vorbereitet. Das hätte auch wirklich sein können, Sie fahren bei der Nummer gegen die Wand. In dem Fall hat es geklappt. Woran erkennen Sie das? Was sitzt da besser? Schließlich mache ich das ja schon ein halbes Jahrhundert lang. Ja. Das ist ja irgendwann normal, kann man es. Dass man ungefähr ein Auge für hat. Ne? Ja. Ist das die Taillierung? Ist das die Schulterform? Die Schulterform, wie das hier reingeht, dass da keine falschen Falten sind. Ja. Und also alles zusammen, wie die Beine fallen. Gucken Sie, die Beine fallen besser da. Da ist das mehr Korkenzieher. Ja. Ah, verstehe. Können Sie, aber Sie können jetzt nicht, wenn Sie so einen Anzug sehen, sich sozusagen noch an den kreativen Prozess erinnern, dass Sie sagen, den habe ich da und da und da nein, gezeichnet. Nein, das ist zu weit. Dafür ist es ja zu klassisch. In jeder Kollektion sind klassische Anzüge, denn das ist ja das, was die Männer am meisten tragen. Ne? Ja. Okay, euch dreien herzliches Dankeschön fürs Mitmachen. Wie teuer ist der billigste Anzug, den Sie besitzen? Ja, wissen Sie, der Höhepunkt des Luxus ist nicht nach dem Preis zu gucken. Ne? Das heißt, Sie würden auch irgendwas nicht vom tragen, Preis was zu sprechen. Wir sind in Hamburg. In Hamburg spricht man nicht über Geld. Ja. Man sieht das hier nicht. Man hat oder man hat nicht. Also ich will doch eine Welt, wo man die Dinge auch umsonst kriegt, nur damit man sie anzieht. Ja. Ah, okay, verstehe. Ja, das ist Ihr spezielles Leben. Aber Sie würden ohne Probleme auch irgendein ganz einfaches Ding tragen? Doch. Irgendein Fummel, sagen wir mal abschätzig. H&M habe ich auch oft angezogen. Ja, mit denen hatten Sie einen Vertrag. Das macht es natürlich Vertrag leichter. Nicht. Ich habe das nur einmal gemacht. Ich habe seitdem auch wieder andere Sachen gekauft. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel fragen würde, was Sie tragen, würden Sie einem anderen Kollegen vertrauen oder vertrauen Sie modemäßig nur sich selbst? Das ist nicht von mir. Sondern? Das macht Marcella. Okay. Und das ist jemand, den Sie... Ja, gut. Sehe schon. Nee. Also Sie tragen auch andere Sachen? Ja, gerne. Im Grunde mache ich es nicht tragen, was ich selbst entwerfe, weil ich das ja kenne. Ne? Chanel, die entwarf für sich selber. Ich entwerfe für andere, suche mir aber in Kollektionen anderer Leute gerne was aus. Zum Beispiel, ich mache die Werbung für Dior. Das hat mit mir nichts zu tun. Ich mache die Kollektion nicht. Aber die Garderobe gefällt mir und ich mache deren Fotowerbung. Mhm. Okay, also so kann man sich mischen, auch im Geschmack Ansichten, was die Kreativität angeht. Es gibt zum Beispiel ein paar neue, gute Marken, die ich gerne kaufe und die ich auch, wie soll ich sagen, denen ich auch beinahe helfe, damit die bekannt werden. Zum Beispiel, es gibt zwei Belgier, die heißen Les Hommes, die machen ganz tolle Sachen. Mhm. Und es gibt gewisse Japaner wie Mastermind und Undercover, die machen tolle Sachen. Ne? Und Tom Brown und Tom Ford und so. Es gibt im Moment tolle Sachen. Sie sind heute aus Paris zu uns gekommen. Wie lange waren Sie nicht mehr in Hamburg, Ihre Heimatstadt? Ja, das war gar nicht so lange her, weil ich mich doch am Mittelweg, habest du der Weg, um dieses Projekt kümmere. Ein Bauvorhaben. Und das war im Februar. Ja. Das heißt, Sie bauen auch Häuser jetzt? Ja, warum nicht? Ich will selber nicht mehr so viele Häuser haben, also muss ich die Häuser für die anderen machen. Ne? Ja. Das Prinzip ist, wenn Lagerfeld draufsteht, ist Lagerfeld drin und verkauft sich besser. Ja, aber ich habe nicht viel Prinzipien. Ne? Ja, gut, aber wenn das ein geschäftliches ist... Wenn Sie nicht so viel Prinzipien haben, denn Sie müssen sich ja mal ändern. Ne? Wenn Sie herkommen nach Hamburg, haben Sie ein Gefühl von nach Hause, von Heimat? Von wissen Sie, das Wort Heimat, das ist so ein bisschen kitschiger Ausdruck. Das gab mal früher Heimatfilme mit Sonja Zinnemann und sowas. Ziemann. Ja, ich weiß nicht mehr. Ziemann. Auf jeden Fall. Ja. Wissen Sie, Heimat, das weiß ich nicht. Aber Hamburg ist mir total familiär. Ich kenne jedes Haus auswendig, auch wenn ich ewig nicht da war. Hier, vor allem in dieser Ecke hier, das war das ehemalige Rundfunkhaus. Ich ging am Havestuder Weg, da wo das Fernsehen war, das war eine Privatschule früher. Wir wohnten am Havestuder Weg und mein Vater hatte sein Büro im Mittelweg. Also ich meine, das ist ja wirklich... Das ist Ihr Kiez fast schon. Ja, das ist, ich meine, ich kenne nichts besser wie das. Und als Kind habe ich auch mal kurz in Hortensia Park gewohnt. Also ich kann nicht Ihnen behaupten, dass ich hier mich fremd fühle. Die das nicht kennen, muss man erklären, das ist alles ungefähr einen Steinwurf entfernt von diesem Studio, das mitten in der Stadt ist. Ah ja, genau. Ich bin mir mal, das ist nur für Hamburger, die Sendung. Nein, diese Sendung ist für Hamburger und solche, die es gern werden wollen, würde ich sagen. Ja? Geografisch ist Hamburg die schönste Stadt, ne? Wie sie liegt. Ne? Ja. Ich hatte mein Haus in Blankenese, das war wunderbar, aber ich hatte keine Zeit, dahin zu gehen. Das war vielleicht das hübscheste Haus, was ich hatte, aber ich bin in 7 Jahren vielleicht 3 Monate da gewesen, das reicht ja nicht. Das muss nicht sein, ja. Nein, aber ich mache gerne Häuser, um Häuser zu machen. Wenn das gemacht ist, mir egal. Ich brauche ein gutes Bett, einen guten Schreibtisch und einen bequemen Sessel, der Rest, das kann ich auch ohne. Sie aus Hamburg wieder abreisen, nehmen Sie irgendwas typisch Hamburgerisches mit? Eine Dose Lapskaus oder so? Nein, ich gehe nur zu Felix Jute, meinem beliebtesten Buchladen hier. Und es gibt Hamburger Spezialitäten. Aufgestanden, da ich ja sowas nicht esse, kenne ich die nicht. Und die Leute, die ich kenne, die kennen die nicht. Also weiß ich nicht, da muss ich Sie fragen, was ich mitbringen sollte. Nicht so was typisch Deutsches mit nach Hause. Was ist denn typisch Deutsch? Ja, ein gutes Schwarzbrot zum Beispiel. Das sagen ja viele, dass sie das woanders finden. Das gibt es aber heute überall. Ja? Das gibt es ja überall. Nee. Vielleicht Brötchen. Die französischen Brötchen sind nicht wie die deutschen Brötchen. Aber wenn die da ankommen, sind die alt und ja.
Essen Sie wieder Brötchen? Sie haben doch jahrzehntelang kein Weißmehl zu sich genommen. Nein, Gott sei Dank nicht. Ja. Nein, ich esse keine Brötchen, ich esse Vollkornbrot. Und für andere Brötchen mitbringen, das wäre auch irgendwie skurril. Ich erinnere mich an meine Kindheit, wo es Brötchen mit Pumpernickel und Käse gab. Das war natürlich sehr lecker, aber das habe ich vergessen. Aber wie ich in der Bunten gelesen habe die letzte Woche, ich war auch mal menschlich wie die anderen, habe ich gelesen. Über sich selbst. Das steht ein Zitat. Haben Sie das gesagt oder wurde das über Sie gesagt? Nein, ich hätte das gesagt. Ich mache keinen Inventar meiner Zitate. Also, das wäre auch ein mühsames Geschäft. Das wird so ein Ding, die ich sagen könnte, also kann ich da nichts gegen sagen. Ah, alles, was im Bereich des Möglichen ist, muss man akzeptieren als gesagt oder mal gedacht. Ja, genau. Ich meine, das ist ja auch nichts Schlechtes, das ist ja ganz witzig. Ja. Das haben die aus Witz und Spaß da reingetan. Würde der Umkehrschluss... Sehen, ist sehr angenehm zu stehen. Also ich halte noch durch. Ja, hoffe ich. Sonst müssen die einen Arzt gleich mal sehen. Ja. So, vielleicht mit einem Barhocker helfen wir uns dann in der zweiten Hälfte der Sendung. Aber noch stehe ich... Ich trinke keinen Alkohol. Bitte? Ich trinke keinen Alkohol. Man kann auch im Barhocker auch Apfelsaft schon. Ja, dann verdient er seinen Namen aber nicht mehr. Ich verstehe. Okay. Nur noch ein Hocker. Ich werde mir Mühe geben, wach zu bleiben für die nächste Stunde. Das lohnt sich ganz offensichtlich. Also, was ich in der Schule machte, wenn ich einschlief, weil mir es zu langweilig war, dann knipp ich mich zwischen den Beinen im Oberschenkel. Tun Sie das mal. Dann sind Sie aber wieder wach. Ja. Fett? Solange man sich da selber kneift. Das ist meine einzige Erinnerung an die Schulzeit. Ja, das Kneifen zwischen die Oberschenkel? Ja, aber das dann nicht so hart ist wie der Rest. Wenn schon der Begriff Heimat. Wenn schon der Begriff Heimat in unserem Verständnis nicht der richtige für Sie ist, gibt es etwas Sentimentales an Karl Lagerfeld? Ja, sowas habe ich immer bekämpft. Aber Sie mussten es bekämpfen. Das heißt, Kitsch, Schmalz, Selbstmitleid und Sentimental. Stimmt es, dass Sie die Eheringe Ihrer Eltern an einer Kette tragen? Ja, die habe ich sogar hier. Ja? Hier. Da sind Sie dran. Das ist mein Vater, das ist meine Mutter. Ist das eine Form von Erinnerung? Ist das etwas Sentimentales? Ja, ohne die wäre ich ja nicht da, ne? Das ist völlig korrekt. Aber Sie erinnern sich gerne und Sie sagen, das ist meine Form von Dankbarkeit dafür, dass Sie mich geschöpft haben. Ja, das wird nicht so formuliert. Ich meine, die gehören zu mir wie eine Fortsetzung. Ich bin die Fortsetzung davon. Ne? Mhm. Also Sentimentalität bezogen auf Ihr Heimatland gibt es eigentlich nicht? Nein, ich bin Europäer. Ich bin dafür erzogen, ein Europäer zu sein. Aber gewählt haben Sie nicht gestern? Ich habe nichts gegen die Welt, aber ich bin sehr europäisch. Nein, gewählt haben Sie nicht gestern. Ah, gewählt. Nee, das ist ja auch nicht mehr nötig zu wählen. Wissen Sie, heutzutage, ich würde mal sagen, es ist unnötig zu wählen. Die Leute, denen wird vorher gesagt, das wird so, so und so sein. Und zum Schluss kommt das auch so. Also wenn Sie wirklich gegen das sind, was Ihnen da am Tag vorher gesagt hat, gewählt, dann müssen Sie wählen. Aber wenn Sie sagen, das ist okay für mich, dann brauchen Sie nicht mehr hinzugehen. In Deutschland ist es so, dass ganz viele nicht wählen gehen. Und es gibt eine Reihe von Menschen, die betrachten das als eher problematisch. Weil wenn die Menschen nicht mehr teilnehmen am Demokratieprozess, ist es auch schade. Die nicht wählen, die dürfen sich hinterher nicht beklagen. Ah, okay. Ja, man verwirkt das Recht. Ja. Wenn der Politik wäre, was ich nicht sein möchte, ich kenne zu sehr die Kulissen der Politik, dann würde ich sagen, die Voraussage ist so, okay, ihr wählt nicht, das heißt, dass ihr zufrieden seid. Sonst hättet ihr alle hinrennen können und sagen können... ich bin dafür oder dagegen. Genau. Also das heißt, die Nichtwähler vermuten Sie nicht im Protestpotenzial, sondern das sagen Sie, das sind die Leute... Die können dann nicht hinterher auf der Straße stehen und dagegen sein. Dann müssen Sie mal sich zusammenraffen und ins Wahlbüro gehen. Mhm. 20 Jahre Mauerfall feiern wir in diesem Jahr in Deutschland. Ist das für Sie bedeutsam? Das ist für die ganze Welt bedeutsam gewesen. Das ist nicht nur für mich persönlich. Ich bin kein Berliner. Aber das ist ein Symbol. Wenn das auch hinterher nicht genauso ideal war, wie Sie das an dem Abend im November vorgestellt haben. Ja. Aber immerhin, diese Schranze ist da weg. Ne? Haben Sie eine Erinnerung an den 9. November 89? Das habe ich in Frankreich im Fernsehen gesehen. Ne? Ja? Und da sentimental gewesen? Nein, sentimental nicht, aber... Konnte man da nicht eine Träne verdrücken, wenn man das aus der Distanz beobachtet? Das ist aber zu einfach, so Tränen für sowas zu verdrücken. Ja, das würden Sie sich nicht zugestehen. Aber heute gibt es sogar Leute, die das beinahe sich wieder so wünschen. Also dann wären die Tränen ja unnötig gewesen. Achso, mit der Mauer? Ja, genau. Ja, Moment. Also, da, soll es aber geben in Deutschland, habe ich gehört. Ja, soll es geben, aber können wir uns auf vereinzelt einigen? Ich glaube, dass die Mehrheit das eher so ganz gut findet. Ja, aber wissen Sie, heute haben die Minoritäten auch Recht, sich auszudrücken. Auf jeden Fall hat man das Gefühl. Ja, aber es wird gerade so, als sei es Ihnen gleichgültig gewesen damals. Gleichgültig ist ein großes Wort. Erstens ist das 20 Jahre her und ich habe kein Inventar meiner Gefühle Jahr per Jahr wie im Tagebuch. Ich führe kein Tagebuch. Ja, ich könnte zum
zum Beispiel immer sagen, was ich an dem Abend gemacht habe, wie ich das erlebt habe, wie ich es empfunden habe und hätte ganz positive Erinnerungen. Ja, ich auch, sehr positiv. Ich weiß genau, in welchem Raum ich saß, mit welchen Leuten und so weiter und so fort. Mhm. Das weiß ich. Aber das ist jetzt so lange her. Und vor allen Dingen, man weiß ja genau, was hinterher alles passiert ist, wie das ausgelaufen, wie das gegangen ist. Da waren Sie offensichtlich nicht zufrieden. Ja, das hätte vielleicht etwas intelligenter gemacht werden können. Hatten Sie Kontakte in die DDR? Nö. Nein. Ich bin ja aus Norddeutschland, wissen Sie. Ne? Ja. Da bin ich ein Ausländer. Angela Merkel ist auch in Hamburg geboren. Ja, genau. Kontakt. Ich kenne Leute, die aus Ostdeutschland sind, aber das kann ich sagen, Kontakt in Deutschland. Aber ich kenne Weimar gut. Ja. Da haben Sie mal gesagt über Weimar, ich liebe Weimar, da ist noch irgendwas in der Luft. Ja, was ist da? Ja, das ist das deutsche, neoklassische Deutschland, das typische, ideale Deutschland, was für mich das Deutschland ist, wie das bürgerlich-jüdische Berlin von 1900 bis 1933. Das ist für mich das Interessante an Deutschland, das sind diese zwei Pole. Aha, das heißt, Sie gehen hin und wieder nach Weimar und ja, doch, schauen sich das an oder atmen diese Luft sozusagen? Ja, ich meine, in Weimar kenne ich auswendig, das hat sich im Grunde, der Grundriss hat sich gar nicht so geändert, ne? Die New York Times hat über Sie mal geschrieben, eine Ihrer wichtigsten Qualitäten sei Ihr Deutschsein. Was haben die Kollegen gemeint damit? Ja, dass ich irgendwie, hätte ja meine Staatsangehörige lange aufgeben können. Ne? Hm. Ich hätte Staatsangehörige auch in Monaco werden können. Habe ich aber nie getan. Ich bin deutsch geboren und soll deutsch bleiben, auch wenn ich da nicht lebe. Und da gibt's. Hatten Sie so eine Ansatzformulierung, dass Sie da auch stolz drauf seien? Das ist einfach ein gutes Gefühl. Dinge, wo man in Deutschland vielleicht nicht stolz drauf sein kann, aber solche Probleme stellen sich die Russen ja auch nicht mit den Gulags und so weiter und so fort. Und das, ich glaube nicht an Erbschuld. Ich meine, so grauenhaft das war und so unmöglich. Mhm. Aber das annulliert nicht die Tatsache, dass ich immer ein Deutscher bin und damit zufrieden bin, weil meine Mentalität im Grunde stinkdeutsch ist, aber für mich im guten Sinne des Wortes. Stinkdeutsch im guten Sinne des Wortes. Das müssen Sie mir erklären. Was heißt stinkdeutsch im guten Sinne des Wortes? Man kann nicht auch über seinen eigenen Schatten springen. Und das soll man auch nicht. Ich bin Deutscher, wie meine Haare dunkelbraun waren, wie ich so und so groß bin und so weiter und so fort. Das gehört zu mir. Und das soll auch zu mir gehören. Ist Pünktlichkeit typisch deutsch? Nein, Pünktlichkeit, das hat immer Deutsche Unpünktliche auch gegeben. Das sind so Prinzipien, wo die Deutschen sich im Ausland mit lächerlich machen, mit so... So preußischen Tugenden, oder? Ja, genau. Es gab so eine berühmte Karikatur im 1900, da sagt so eine Nutte in Frankreich zu einem Mann, der bei ihr ist, Sie sind Lehrer. Die spricht so mit so einem deutschen Akzent, der Mann. Das haben Sie an meinem perfekten Deutsch erkannt. Da sagt die Frau, nee, am Jägerhemd. Also damit sind wir noch nicht bei den schlechten Witzen angekommen. Die Deutschen, die müssen aufpassen, nicht in diese Klischees zu kommen, weil sie im Grunde besser sind wie das. Ja. Sind Sie pünktlich? Nein, ich bin total unpünktlich. Das kann ich bestätigen. Ja, aber ich sage auch, wer pünktlich ist. Aber wissen Sie, wenn ich mit jemandem zusammen bin, das sage ich nicht, weil ich mit Ihnen hier bin, dann gucke ich auch nicht nach der Uhr. Im Grunde gucke ich nie nach der Uhr. Und ich vergesse, dass ich ein anderes Rendezvous habe. Ich finde nichts grauenhaft, wenn man mit Leuten ist und dann sagt, jetzt muss ich aber weg, ich muss sagen, das ist unhöflich. Ich vergesse, dass ich was anderes zu tun habe. Und das ist der Höhepunkt des Luxus. Wohl dem, der das von sich behaupten kann. Sind Sie... Sind Sie ein verschwenderischer Mensch? Ja, wissen Sie, ich bin dafür, dass das Geld aus dem Fenster fliegt, damit es wieder in die Tür reinkommt. Denn wenn die da alle drauf, die Pfeffersäcke besonders in Hamburg, alle da drauf sitzen, da kommt nichts mehr raus. Ne? Mhm. Geld muss... zirkulieren. Es muss zirkulieren. Wenn Sie was haben, müssen Sie es ausgeben, damit die anderen dadurch Arbeit kriegen. Machen Sie das auch? Hauen Sie es raus, wie es kommt? Ja, Gott, ich meine, ein bisschen bleibt schon stecken, aber... Haben Sie Bargeld bei sich? Weil ich selbst meistens nie bezahle. Offen gestellt, ich habe nie was in meinen Taschen. Das ist schlecht für die Anzüge. Ah, aber okay. Ich meine, wenn Sie was brauchen, kann ich Ihnen kleinen. In der Tasche, wo ich meine Papiere habe, habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen klein. Was Sie brauchen, können Sie mir sagen. Aber auch da als Kleidungsempfehlung keine Münzen. Nein, kein Telefon. Ja. Obwohl es jetzt ein neues gibt, was ich nicht bei mir habe, was nur so groß ist wie eine Kreditkarte. Okay. Ja. Nein, das, alles Brieftaschen, Telefon, so, da sehen dann die Anzüge aus wirklich wie von der Stange im schlechten Sinn des Wortes. Ne? Mhm. Aber Sie haben doch gar kein Handy, oder? Oder sind Sie mittlerweile ein bisschen... Ich habe keins, weil ich nicht telefoniere. Ah, ich mache Fax und schreibe mit der Hand. Und das ist es? Ja. E-Mails? E-Mail auch nicht. Das machen meine Mitarbeiter. Die machen die Telefonanrufe, die machen die E-Mails. Ich persönlich mache nur menschlichen Kontakt, dass ich von einem festen Telefonanruf, aber meistens schreibe ich oder faxe ich. Ich kenne Leute, die haben die Faxmaschine nur behalten, meinetwegen. Ja.
Wer? Ich bin kein Name-Dropping-Mann. Ja, okay. Ich bin halt ein Name-Fragging-Mann. Ja, sicherlich, aber da es nicht um ganz unbekannte Leute geht, will ich da auch umso interessanter für uns. Aber ja. Gut, nein. Lass das mal, wie es ist. Das heißt, Sie verweigern sich denn nicht der modernen Technik, sondern Sie sagen einfach, dieses ganze Zeug ist mein Computer für mich. Ist mein Kopf. Mhm. Ich habe meinen Google hier, ich brauche dann eher, um Knopf zu drücken. Ähnliche Speicherkapazität? Ja, das ist gut. Wenn man 300.000 Bücher hat, dann hat man ja wahrscheinlich ein bisschen von gelesen. Ne? Ja, wollte gerade sagen, die Bücher zu haben ist das eine. Ja, aber ich habe auch einen großen Kopf, da ist Platz drin. Ne? Ja? Lesen Sie nach wie vor so viel? Ja, natürlich. Irgendwo stand mal 12, 13 Bücher gleichzeitig. Das stimmt. Wenn Sie meine Nachttische sehen würden, hatte noch nicht steht das eins an jeder Seite, das sind wahrscheinlich mehr. Ja? Und in drei Sprachen. Ja, und vergessen Sie dann nicht, was da noch die Handlung war? Nein, das Gedächtnis ist ein Muskel, das muss trainiert werden. Hm? Das heißt, Sie trainieren sich dadurch. Sie müssen das betrachte ich nicht als Training. Das betrachte ich als Wissensdurst. Ich bin neugierig, will alles wissen, alles kennen. Auch Dinge, die mich nicht unbedingt betreffen. Wir haben ein Stofftier gefunden, ein Lagerfeld-Stofftier. Die Kollegen werden mir das sicherlich gleich reinreichen. Das ist ein Bär von einer bekannten Firma, die solche Bären herstellt. Ja. Aber der ist von Ihnen designt worden. Der ist vor allem nach meinem Anblick gemacht worden. Der kommt bestimmt gleich. Da ist nicht viel daran zu sehen. Nein. Vielleicht dachten die Kollegen schon, dass wir der sitzen um die Zeit. Der ist nur so angezogen wie ich und hat eine schwarze Brille auf. Damit hat sich das. Ist korrekt. Ja. Stand der hier. Der kostet 1.000 Euro. Ja, ich meine, das ist kein Kaufzwang, kann? Nein, kein. Keine Steuer, ne? Die sind aber alle verkauft. Ach so, die sind alle schon weg. Ja, doch. Gut, da weiß ich gar nicht, wo wir den her haben, möglicherweise. Gut. Vielleicht ist er Ihnen geliehen worden. Ja, das könnte gut sein. Also hoffe ich für Sie, ja? Ja, dass er nicht mehr. Aber 1.000 Euro, das ist dann, wie viel sind davon gemacht worden? War das 2.500, glaube ich. Okay, alle weg. Scheinbar, nach was man mir sagt. Vielleicht sagt man mir das, um mich zu flattieren. Und vielleicht sind das Ladenhüter, was weiß ich. Ne? Es gibt also, das ist was Glamouröses, würde ich sagen. Ein Teddybär. Ich habe auch einen Bleisoldaten. Einen Bleisoldaten? Ja, gibt es auch. So wie Zinnsoldat? Zinnsoldaten, ja. Ein Lagerfeld? Ja. Den kann man aber nicht käuflich erwerben. Der ist, konnte man, aber ich weiß nicht, ob es den noch gibt. In Frankreich konnte man das, doch. Der war aber preiswerter. Auf der anderen Seite engagieren Sie sich für was ganz Unglamouröses, aber etwas, was im Falle eines Unfalls möglicherweise lebensrettend sein kann, nämlich eine Warnweste. Der Claim dieser Anzeige lautet übersetzt: Es ist gelb, es ist hässlich, es passt zu nichts, aber es kann Leben retten. Ja. Ja? Diese Werbung war die meist erfolgreichste Werbung, wo das Publikum das am besten mitgekriegt hat im vorigen Jahr. Ja, das ist ja exzellent. Die französischen, was war das, der französische ADAC bestimmt oder sowas in der Art. Ja. Ja. Nein, aber ich finde es auch ganz gut, wenn ich von jemand, der einen Unfall gehabt hat, aber das Gefühl, den nicht hatte. Ja. Also, das habe ich nicht für Geld und nichts getan. Ja, es ist gelb, es passt zu nichts, aber es kann Leben retten, ganz richtig. Gelb passt zu allem, aber gelb nicht. Ja, gelb, ja. Ja, ja. Ist Geld? Wie Sie das aussprechen? Ja, habe ich gelb und Geld zu ähnlich? Ja. Also, okay, ich werde versuchen, mich wieder auch das Blut im Kopf ankommen zu lassen. Ja, genau. Ist Geld denn wichtig? Gott, das macht das Leben leichter. Ja. Solange Sie es haben, ist es nicht so wichtig. Wenn Sie es nicht haben, ist es natürlich unangenehm. Ne? Aber ich meine, es macht nicht das, wie man im Französischen sagt, das Geld macht nicht das Glück. Aber schlecht ist das nicht. Man muss auch ein bisschen dafür was tun. Ne? Das darf man auch nicht in den Schoß fallen. Ne? Die Finanzkrise, beeinflusst die Luxusbranche? Merkt man, dass da weniger gewisse passiert? Marken, ich meine, ich kann ja nur beurteilen von meinen Marken. Ne? Noch nicht. Oder nicht. Wir waren gerade in Moskau. Da habe ich diese Paris-Moskau-Show gemacht, die ich vor 6 Monaten schon in Paris gemacht habe. Da gibt es ja Läden, wie man sich das gar nicht vorstellen, die so vollgestopft sind und so. Ich meine, alles ist zu groß und so. Und diese Sachen von dieser Show, die sind von den Leuten gemacht, die auch die Haute Couture machen. Das ist sehr, sehr teures Prêt-à-porter. Da war alles, was schon geliefert war, am ersten Abend ausverkauft. Also da das ist heißt, in einem einzigen Laden hat die Besitzerin und die dann 2 Millionen Euro gemacht. Umsatz? Ja. Also da ist sie noch nicht angekommen, die Krise. Ja. Den Eindruck macht's. Wenn hier in Deutschland von der Krise die Rede ist, dann fallen immer Namen wie Opel zum Beispiel. Das ist aber auch ein anderes Produkt. Ich meine keine Autos. Ne? Nein, keine Autos. Aber bekommen Sie sowas mit? Interessiert Sie natürlich, das? Oder Gott, finden Sie es richtig, dass der Staat sich engagiert im Zweifelsfalle? Ja, ich weiß nicht. Das ist im Grunde der Beweis, dass auch die Direktoren nicht so toll waren und das nicht so richtig gesehen haben, wie das weiterging. Und sind die Wagen gut genug?
Gibt's dann, hätten die mit Tonnenwagen nicht noch bessere Geschäfte gemacht? Gibt es nicht Firmen, bei denen es noch gut geht, wo die Wagen besser sind? Gibt es nicht genug Wagen? Braucht man noch mehr Wagen? Ist der Höhepunkt dann nicht erreicht? Kann man das noch ewig weiterentwickeln? Mhm. Bin ich nicht sicher. Wissen Sie, es gab zum Beispiel in Frankreich im 19. Jahrhundert 350.000 Frauen Heimarbeiterinnen für Spitze. Jetzt gibt es nicht mal mehr 1.000. Es gibt Berufe, wo die haben Endpunkt. Ihre Zeit. Ja, das ist ein Endpunkt. Und man kann die auch nicht künstlicher. Wie zum Beispiel in Frankreich, da will die Post, dass ihr geholfen wird, weil die Leute keine Briefe mehr schreiben. Ja, dann hätten die sich in das E-Mail-Business reintun müssen, bis Zeit war. Wenn diese dummen Direktoren das nicht gesehen haben, ist das kriminell meiner Art, denn in einem Beruf, in sowas soll man ja das sehen. Also, Grund für die Krise ist Ihrem Dafürhalten nach nicht nur Gier und Maßlosigkeit von Managern. Ein guter Anteil, aber eben auch einfach kein Gespür für die Weitsichtigkeit. Ja, sicher. Die dachten, das würde immer so weitergehen. Ne? Mhm. Jedes Jahr 10%, 20% mehr. Das ist auch nicht normal. Es könnte doch sein, dass wir uns auf alte Werte zurückbesinnen. Würden Sie das gut finden? Man hätte die nie verlassen sollen. Mhm. Und darf ich mal wissen, was Sie für einen alten Wert halten? Ja, das ist ja das genauso sozusagen die Nachfrage. Ein Beispiel. Ich habe meine alten Werte nie aufgegeben, aber man kann ein paar neue dazu tun. Vielleicht eine Form von Höflichkeit, eine Form von Interesse an Bildung. Bildung bin ich sehr für. Ich bin sogar der, der in der Schule Griechisch und Latein lernt. Also stellen Sie sich mal vor. Zwei Sprachen, die keine, also Altgriechisch meinen Sie dann sicherlich? Ja, das sind die Basen unserer Sprachen. Wissen Sie, für Deutsche ist Latein nicht schwierig. Als Kind konnte ich Latein Griechisch sprechen. Ja. Das war ganz einfach. Für Deutsche, das ist eine Art und Weise zu denken, das ist eine Gymnastik. Und es gibt die überschaubare Zahl von 5000 Regeln, die ändern sich ja nie mehr. Aber die 5000 muss man sich halt mal drauf schaffen. Ja, plus Vokabeln. Das ist aber hier ein Automatismus. Ne? Bei mir auf jeden Fall. Ja. Und würden Sie auch sagen, das Wissen, das man selber im Kopf hat, ist mehr wert als das Wissen, das man sich kurzfristig aneignen kann? Im Computer kann man innerhalb von 20 Sekunden alles rausfinden. Ja, aber davon wird man im Grunde dumm, faul. Und ich bin nicht sicher, dass das eine richtige Bildung gibt. Denn Sie können ja, wenn Sie sich mit Leuten unterhalten, nicht plötzlich dahin rennen, mal gucken, was da und dann wiederkommt. Das geht ja nicht schließlich. Mhm. Ne? In der Beziehung finde ich das nicht schlecht, wenn Leute ein Kopf haben, wo ein bisschen drin ist. Ja, also heute haben die Kinder in den Schulen Unterrichtsfächer wie Medienerziehung. Also sie lernen den Umgang mit den neuen Medien. Wäre es besser, sie würden ein Buch mehr lesen, um das in den Kopf reinzuschaffen? Sie müssen in ihrer Zukunft mit den Medien an. Sie können ja auch nicht eine Zukunft bilden, die nur auf Dinge der Vergangenheit, die nicht mehr den gleichen Wert haben, basiert sind. Nein, beides, im Gegenteil. Natürlich war das früher einfacher, weil es nicht so viel Vergangenheit gab wie heute und so viel in der Gegenwart, was es früher nicht gab. Aber schließlich kann man das ja trainieren. Die Leute trainieren alle ihren Körper, rennen, machen Gymnastik, was weiß ich nicht. Die können ihren Kopf ja auch mal ein bisschen trainieren. Da stirbt ja auch keiner dran. Waren Ihre Eltern streng bei der Erziehung und beim Vermitteln von Bildung? Nein, das braucht auch bei mir nicht zu sein. Ein Onkel hat Sie mal geohrfeigt, weil Sie einen Dichter nicht nennen konnten. Ja, das war mein Patenonkel, der war genial. Hm. Und der hat mich geohrfeigt, weil ich mit 10 Jahren nicht wusste, wer Freiligrath war. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer Freiligrath ist. Ehrlich gesagt, ich mache jetzt mal so. Freiligrath ist ein nicht sehr wichtiger Dichter aus dem Befreiungskrieg, also den Freiheitskriegen von 1918. Ja. Das fand er unmöglich. Und dann, das war in Münster, denn der wohnte in Münster und meine Mutter war auch bei denen, wir wohnten bei denen, zu den Ferien. Und dann kommt er nach Hause, mein Onkel, der war toll, weil ich bewunderte den. Ne? Und das war der zweite Mann meiner Tante, der Schwester meiner Mutter. Und da steht meine Mutter in der Halle, das werde ich nie vergessen, und sagt er zu ihr: Elisabeth, dein Sohn ist ein Dummkopf. Und das ist alles deine Schuld, weil du so oberflächlich bist. Da haben die Herrschaften ja offen miteinander gesprochen. Ja, genau, vor mir, das werde ich nie vergessen. War die Ohrfeige gerechtfertigt? No. Nein, von meinem heutigen Standpunkt ja, von meinem damaligen nicht. Ja? Bin ich froh, dass Sie noch nicht zugelangt haben, als ich eben so freimütig bekannt habe. Nein, aber wissen Sie, meine Eltern haben sich auch keine große Sorge um mich machen brauchen. Ich bin kaum in die Schule gegangen, weil ich mir alles selbst beibrachte. Aber ich konnte immerhin mit 6 Jahren Deutsch, Englisch, Französisch. Ne? Mhm. Und mein Hauptsport war es, dem Französischlehrer reinzureden und ihm zu sagen, er spreche schlecht aus. Das stelle ich mir vor, da kommt doch so ein 10-Jähriger. Ja. Denn heute bin ich ein sehr bescheidener Mensch. Mehr als Kind war ich so, hatte ich so einen Kopf. Ne? Mhm. Was heißt so ein Kopf? Ich war so begeistert von mir. Ja, aber Sie sind heute noch begeistert von sich selbst. Ja, aber ich meine, ich bin ein bisschen kühler in der Beziehung. Ne? Ja? Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Abstand. Ne? Zu sich selbst? Ja, Gott sei Dank. Wissen Sie, ich stehe hier, aber im Grunde bin ich da. Ne? Ja, Moment, das müssen wir kurz erklären. Das ist, ja, Sie haben mehr Abstand zu sich selbst im Laufe der Zeit? Ich bin wie meine eigene Marionette. Den Marionettenmann, den sehen Sie nicht, aber die Marionette, die sehen Sie. Aber ob ich das nun bin, weiß ich nicht. Ne? Ach, das wissen noch nicht mal Sie, weil ich weiß es ja schon nicht. Ach, das soll man ja auch nicht wissen. Ah, okay.
Das heißt, wir bewegen uns hier praktisch auf einer Bühne in einem Theaterstück, ja, von dem wir gar nicht wissen. Ich habe die sind vielleicht da. Ja, das ist hier die Augsburger Puppenkiste. Genau. Reloaded, kann man solange sagen. Solange es nicht die Nürnberger Puppe ist. Ja, gut. Falls Sie wissen, was das ist. Ich danke für die Aufklärung. Sie sind ein moderner Mensch, sagen Sie. Also Sie verweigern aber bestimmte moderne Techniken, das haben wir ja gelernt, also E-Mail und SMS. Ja, aber und nur so, in dieser, ja, weil das eine Zeitverschwendung ist. Ja, aber ich habe gehört, Sie hätten MP3-Player, ja, und zwar nicht wenige. Ja, sehr viele sogar. Wie viel? Ja, ich zähle die offen gestanden nicht, weil das erstens geschmacklos ist zu sagen, dass ich so viele von habe. Und ich habe alle meine CDs auf diesen Dingern. Mhm. Und ich mache die nicht immer total voll, weil man dann ja stundenlang durchgehen muss. Ne? Sucht, was man hören will. Ja, mhm. Und wissen Sie, da ich all diese Musik zusammen mit dem Michel Gobert, dem berühmten DJ, mache für all die Modenschauen und so, weiß ich ja auch genau, was es gibt und habe, wie soll ich sagen, die Möglichkeit, die beinahe umsonst von den Leuten zu kriegen. Mhm. Also das darf man ja nicht sagen, aber ich kriege die geschenkt. Ja? Okay. Und was, wie viel haben Sie davon? Ja Gott, wenn ich ganz bescheiden bin, würde ich sagen 150. Ne? Ja. Also 150 verschiedene MP3-Player. So viele CDs haben andere Leute nicht. Das heißt, Sie nehmen sich dann gerade mal den, der gerade... Ja, aber wissen Sie, ich habe alle meine CDs aufgehoben, seitdem es CDs gibt. Die habe ich alle auf diese Dinge tun lassen. Mhm. Und da ist so eine Art Inventar, ich weiß, wo die sind. Mhm. Aber ich habe die CDs trotzdem noch, vor allem meine Lieblings-CDs. Die sind woanders, denn man hat keine Lust, jedes Mal zu suchen, wo das gute Stück ist. Mhm. Denn, da sind aber gar nicht so viele. Okay. Aber ich bin durchaus dafür, dass man die CDs kauft und dann anschließend auf die sich drauflädt. Ja, und so nur die Abladen frei von Anna, das finde ich äußerst... Haben Sie selbst Musik drauf oder machen das andere für Sie? Ja, das mache ich nicht immer selber, weil ich keine Zeit habe. Ich weiß auch, wie man das macht. Sie könnten es? Ja, das könnte ich, ja. Ganz offen gestanden, ich habe so richtig Probleme, mir vorzustellen, dass Sie irgendwo rumlaufen und so zwei Knöpfe im Ohr haben. Das tue ich nicht. So ich habe Lautsprecher. Alle meine Häuser sind so insonorisiert, dass ich auch um 3 Uhr morgens wie im Nachtlokal Krach machen kann. Ah, nein. So Zäpfchen im Ohr, nee, vielen Dank. Das ist schon... Woran merken Sie, dass Leute neidisch auf Sie sind? Ja, ich bilde mir immer ein, Sie werden es nicht wissen. Das ist ja ein ganz fieses Gefühl, Neid, ne? Ja, aber ich bilde mir immer ein, Sie werden es nicht, aber wahrscheinlich sind Sie es. Aber das will ich mal nicht so analysieren, ne? Okay, da gehen Sie drüber hinweg, sozusagen. Ja, ne, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ne? Ein ehemaliger Mitarbeiter, der heißt Arnaud Maillard, hat vor kurzem ein Buch über seine Zeit bei Ihnen veröffentlicht. Sind Sie enttäuscht von ihm, dass er sowas gemacht hat? Wissen Sie, der arme Junge, der hat null, da kann man nicht mal enttäuscht sein. Verstehe. Jetzt ist Herr Barmann in Spanien, also so begabt muss er nicht gewesen sein. Als Autor oder als Mensch in Ihrem Umfeld? Nein, ich meine, offen gestanden, das tut mir leid für die Bäume, die für solchen Mist abgeschlagen worden sind. den kannte kein Mensch. Ne? Gibt es für Sie das Sprichwort, Rache ist süß? Ja, da bin ich nicht gegen. Ja? Ich fang nie an, aber einen Stuhl 10 Jahre später wegzuziehen, da bin ich nicht gegen. Ja. Und zwar, wenn das Gegenüber schon vergessen hat, worum es eigentlich... Ja, genau, das ist das Interessante. Ja. Das ist ja gerade das Tolle an der Sache. Ja. Zum Beispiel, eine meiner Idealfiguren als Kind schon war Kriemhild, die Rache von Kriemhild mit Hagen und Siegfried. Fragen Sie nicht, ob ich die kenne. Das ist mein, mein Charakter, die weiß ich, die Sie kennen. Ja. Als guter Deutscher kennen Sie ja die Nibelungen. Ja. Dann heißt, Sie können also wirklich, ich versuche mir die Szene vorzustellen, da hat Ihnen irgendjemand mal ein Leids getan. Sie haben das irgendwo auf der Festplatte, wobei das nicht der richtige Begriff ist, im Gehirn. Und 10 Jahre später möchte er sich setzen, zack, ist er schon weg. Ich weiß, das ist nicht sehr christlich, aber ich habe keine religiöse Erziehung gehabt. Denn eine Zigeunerin hatte zu meiner Mutter gesagt, wie sie schwanger, ich würde Priester. Und das wollte sie nicht. Denn meine Mutter als Tochter von Katholischen hatte sehr, sehr unter katholischer Erziehung gelitten. Und mein Vater als Kind von Protestanten, die katholisch geworden, hatte da auch drunter gelitten. Und mir wurde gesagt... Du suchst es später selber aus. So brauchte ich nie zur Kirche. Ich bin als Kind nie in der Kirche gewesen, weder auf einer Hochzeit noch auf einer Beerdigung und so. Und ich habe auch keinen Katechismus oder wie man das nennt, diesen Bibel, wie nennt man das in Deutschland? Na, es gibt Konfirmation und kommen ja nach... Nix. Mich interessiert hingegen, und das interessiert meine die Geschichte der Religion. Das finde ich wahnsinnig aufregend. Persönlich fühle ich mich da nicht sehr von betroffen. Aber Kirchen als Bauwerke sind schon interessant. Ja, toll, wunderbar, aber das ist ja was anderes. Haben Sie diese religiöse Erziehung mal vermisst? Nein. Hätte sein können, dass einem da irgendwas fehlt in der Auseinandersetzung. Es ist nicht zu spät. Vielleicht kriege ich noch so einen Raptus, ne? Aber das weiß ich nicht. Aber das halten Sie für möglich, dass ein Spätbekehrter... Da bin ich nicht gegen. Ich kann durchaus verstehen, dass es existiert. Und im Grunde die Leute, die glauben, sind vielleicht glücklicher wie die, die nicht glauben. Mhm. Eine Bekannte von mir, die ich nicht nennen werde, hat mir gesagt, die Religion ist im Fall von Unglück das Sicherste.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wer es ist. Ja, bedauerlicherweise. Aber das hatten wir ja vereinbart. Ja, ich habe hier kein Name-Dropping. Ja, genau. Ich habe ja, außer Lagerfeld, aber das muss mal gehen. Ich habe mal gehört, gelesen, weiß gar nicht, in der Vorbereitung der Sendung erfahren, dass die Menschen, die Sie beleidigen, eine Karikatur machen. Also, dass Sie die zeichnen. Und dafür brauchen Sie mich nicht zu beleidigen. Das kann ich auch so machen. Ja? Sind Sie ein guter Karikaturist? Nicht schlecht, das wollte ich ursprünglich mal werden. Darf ich Sie bitten? Nein, das mache ich nicht auf Bestellung. Nein. Und Sie haben nichts Lächerliches, wo man eine Karikatur rausmachen könnte. Na, da können die Ihnen noch mal ein paar Details zeigen, aber bitte. Sie können sich ja überlegen. Bitte, wir haben ja noch Zeit. Kein Exhibitionismus. Ja. Wir werden vorbereitet. Also, wenn das so kommt, bin ich selber. Ich kann mich selber in 3 Sekunden also, machen. Aber das bitte. Hängt, bitte. Ja, ein Lagerfeld. Den verschenken wir dann ins Publikum. Wir verschenken die Ärmsten. Ja? Ja, natürlich, ja, Entschuldigung. Aber wir haben es hier auf den Monitoren, haben wir es drauf, da können Sie es sehen. Ja? Ja, gut. Ich will nicht, dass Ihre Zuhörer einschlafen. Ne? Das darf nicht zu lange dauern. Das sind ja unser beider Zuhörer und ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass Sie Gefahr bestehen. Oder Zuschauer, wie Sie das auch nennen. Ne? Ja. Okay. Das heißt Karl Lagerfeld da oben. Ja. Darf ich das verschenken? Reißt man das so profan raus? Nein. Ja, wahrscheinlich. Ja, normalerweise ja. Oder soll ich den Glocken schenken? So. Man sieht, dass wir mit Zeit mit familiär sind. Ja. Ja, ich bin mit Zeit. Ich halte das unterm Arm, das hat dann noch sowas. Wir sind ja auch nach Schule weg. Das ja, hier, ne? Ja, genau. Nein, ich reiche das wir zurück. Wir werden zum Direktor gerufen werden. Ne? Ja, mit dem Klassenbuch unterm Arm. Annika wird das nehmen, bitte. Bitte sehr. Hier, einen echten Lagerfeld mit nach Hause genommen. Aber nicht bei eBay versteigern. Ne? Schön im Privatbesitz behalten. Wenn ich in der Schule mir keine Mühe gab, meine Mutter ist nie zu den Lehrern gegangen. Sie sagte mir, wenn du sitzen bleibst, die Scham ist für dich, mir ist das egal. Ja, das ist vielleicht viel besser. Hm? Ja, und das hat sie dann animiert. Ja, die ist nie bei einem Lehrer gewesen. Ah. Das einzige Mal, dass wir einen Lehrer getroffen haben, das war in Bad Bramstedt, wo ich einen Teil meiner Kinder. Ich hatte als Kind lange Haare, was kein Mensch hatte. Das waren alle so kleine, nette, blonde Jungen mit kurzen Haaren wie Sie. Ja? Mhm. Ah, ja. Und der dumme Lehrer, der sagte immer zu mir, schneide von wegen. Ne? Und dann gehen wir zum Zahnarzt in Bramstedt. Und meine Mutter hat mir gesagt, den Zahnarzt in meiner Kindheit, das war wie Tierarzt heute. Ne? Und da kommt, sehen wir diesen Lehrer. Und er sagt, Frau, ich bin zufrieden, dass Sie sehen. Ich wollte Ihnen nur mal sagen, könnten Sie Ihrem Sohn nicht mal sagen, er soll die Haare abschneiden? Und da hat meine Mutter was gemacht, was ich kann, 1000 Jahre alt wäre ich nicht mehr. Hat sie den Schlips von dem Mann genommen? Erlauben Sie? Bitte. Und er sagt, wieso, sind Sie noch Nazi? Oh, werde ich nie vergessen. Oh. Ja. In Bad Bramstedt. Ich weiß genau wo, das werde ich nie vergessen. Wie diesem dummen Mann den Schlips ins Gesicht geschmissen hat. Und der hat seine Lektion vermutlich gelernt. Mhm. Eben haben Sie kurz über Sitzenbleiben gesprochen. Wollen wir uns hinsetzen oder wollen wir stehen bleiben? Ich bin nie sitzen geblieben, weil ich auf die Blauen noch in der Schule war. Ja. Nein, nein. Ich persönlich finde das sehr angenehm. Wollen wir besser hier? Ich für mich auch kein Problem. Lieber. Wir waren eben bei der Karte. Das ist nicht so anstrengend für Sie. Für mich ist okay. Danke. Sie haben keine Krampfader und mich können Sie erlauben. Ich bin froh, dass Sie sich sorgen. Vielen herzlichen Dank. Wenn wir über Karikatur und Menschen, die Sie nicht mögen oder von denen Sie beleidigt sich fühlen oder wie auch immer, dass die eine Karikatur bekommen. Wissen Sie, Karikatur ist ein Problem. Es gibt Leute, die sind so banal, da kann man nicht mal eine Karikatur machen. Mhm. Das sage ich nicht, weil ich sie nicht habe karikaturieren wollen. Ja. Aber im Grunde Leute, die man sehr gerne macht, haben ob etwas sehr Pittoreskes, was natürlich gut für Karikaturen aussieht. Da muss man nur aufpassen, dass sie die nicht finden. Ne? Ja. Aber wissen Sie, ich bekriege Preske pro Tag ein Porträt oder eine Karikatur aus der ganzen Welt von Leuten geschickt. Ich könnte Räume mit Karikaturen von mir machen. Von Ihnen? Ja. Gute teilweise dabei? Sehr gute, teilweise sehr, sehr gute, teilweise grauenhafte. Ne? Ja. Aber ich finde das sehr witzig. Ja? Könnten Sie eine Karikatur von Heidi Klum zeichnen? Ja, wissen Sie, Heidi Klum, ich kenne sie nicht. Ich finde, dass die deutsche Vogue tolle Bilder von ihr. So gut konnte ich mir die gar nicht vorstellen. Dieser junge Fotograf, wie heißt der, Francesco Caraccini, hat unglaublich tolle Bilder von dieser Heidi Klum gemacht, die ich nicht kenne. Auch Claudia, ihr kennt die auch nicht. Die war nie in Paris, die kennen wir nicht. Mhm. Weil ja, die ist mehr für Werbung und sie macht eine sehr erfolgreiche Sendung. Ich habe nichts gegen Werbung. Ich meine, das ist Zufall, dass wir die nicht kennen. Ne? Ja, die hat eine sehr erfolgreiche Sendung in Deutschland. Ja, umso besser. Da geht es um Topmodels. Kennen Sie die Sendung? Ja, aber wissen Sie, nein, deutsches Fernsehen gibt es in Frankreich nicht. Nein. So leicht kommen Sie mir nicht weg. Ich gucke sehr wenig. Nein, ich kenne mich nicht, weil ich solche Sendungen offen gestanden. Ich weiß ja, wie man Topmodels findet. Da brauche ich keinen Wettbewerb. Ne? Ja. Und für mich
war sie nicht top wie Claudia oder Nadja oder Tatjana, die ja auch aus Hamburg ist. Ne? Mhm. Tatjana ist Isestraße geboren. Ja. Dass ich deren Urteil als maßgebend finde. Aber als Detektor für hübsche Mädchen, warum nicht? Ja, und die Sendung ist ein Erfolg. Also, ja, umso besser. Aber ja. In Frankreich haben wir das offen. Das war aber ein Flop in Frankreich, diese Sendung. Ja. Ich glaube nicht sehr an solche Wahlen. Ich glaube mehr durch Zufälle. Alle die wirklich bekannten Mädchen sind mehr oder weniger durch Zufall entdeckt worden. Ja. Der Seal, das ist der Ehemann, ein amerikanischer Sänger, der Ehemann von Heidi Klum. Der ist toll. Ja? Mal sehen, ein guter Sänger. Ob Sie das noch finden, wenn ich jetzt Ihnen sage, was er über Sie gesagt hat. Er hat gesagt, Lagerfeld ist ein armer alter Mann. Was weiß er von meinem Vermögenszustand? Ich bin kein Dermatologe, aber seine Haut möchte ich auch nicht haben. Da hat meine besser überlebt. Möglicherweise, das ist ja eine Kraterlandschaft. Möglicherweise kann er nichts dafür, da muss man vorsichtig sein. Ja, das weiß ich nicht. Ja, na, also wenn das so angeboren ist, dann kann ich dafür, dass ich arm und alt bin, wie Sie sagen. Ja. Ich zeige Ihnen eine junge Dame, ein Foto einer jungen Dame. Und Sie sagen mir freundlicherweise, ob diese Dame, mal sehen, wo wir es kriegen. Da kriegen wir es eingeblendet, das Kleine. Da oben können Sie es ein bisschen größer sehen. Ob diese Dame Chancen hätte im internationalen Model-Business? Das kann man nach solchem nicht sehr guten Bild nicht unbedingt sagen. Es ist die Siegerin der letzten Staffel von Germany's Next. Erstmal muss sie sich bewegen, damit man das sehen kann, wie die Figur ist, wie sie damit umgeht. Und das Gesicht, und ist sie gut geschminkt, ist sie gut frisiert, ist sie nicht billig geschminkt. Wissen Sie, bei so Wettbewerben, das hat wirklich mit richtiger Mode nichts zu tun. Ne? Also das heißt, ob die Karriere macht, kann man gar nicht sagen. Man kann es aber auch nicht ausschließen. Nein. Das ist ja das. Wissen Sie, das gehört in der Mode und auch für die Musik, das sind Berufe. Das ist nicht, weil Sie sagen, ich möchte das werden, dass Sie es werden. Das ist eine Sache, die total auf Ungerechtigkeit basiert ist. Sie können nicht sagen, oder eine Mutter sagt, meine Tochter soll die neue Claudia Schiffer werden. Nee, das gibt es nicht. Der Wille genügt da nicht. Mhm. Wenn da was ist, wo ein Potenzial ist, kann das passieren. Aber es ist ein ziemlich seltener Fall. Und für die Musik ist das leicht. Die wollen alle Jungs wollen, und alle kleinen Mädchen wollen Rockstar-Sänger, die wollen Madonna werden, die wollen Mick Jagger werden, was weiß ich. Das ist aber leider etwas, wo man da nicht mit rechnen kann, wenn es nicht klappt, das Mitleid der Mitwelt zu kriegen. Ja. Weil das Berufe sind, die 100% auf Ungerechtigkeit im Absoluten basiert sind. Und wenn man das nicht akzeptiert, dann geht man besser als Beamter in die Verwaltung. Mode ist ungerecht, sagen Sie? Heißt das nur für die Models? Oder heißt das, Mode auch ungerecht ist, auch als Designer Erfolg zu haben? Sie können nicht sagen, ich werde jetzt Designer und das muss klappen. Und wenn es nicht klappt, ist die Welt schuld und nicht Sie. Das ist etwas, wo man keine Regeln kennt, wo man was bringen muss. Das ist etwas, was jedem logischen Konzept entgeht. Aber dass Sie einer der größten Stars dieser Branche sind, das ist gerecht. Die haben sich an mich gewöhnt. Ja. Im Laufe der Wochen, Monate, Jahre. Ja. Ja. Jetzt haben wir eben Sarah Nuhu kennengelernt. Das ist die Dame, die wir eben im Foto gesehen haben. Ich habe vor kurzem erfahren, dass Sie sich geoutet haben als Fan von Beth Ditto, einer Dame, die, ich sage mal, nicht unbedingt dem gängigen Schönheitsideal entspricht. Ja, aber die hat Talent. Die kann singen, die hat einen Charismus und die bringt eine Energie, die mit schlank, hübsch und allem nichts mehr zu tun hat. Die hat ein gewisses, das ist wie die Amy Winehouse, wissen Sie, das ist noch wieder eine andere Geschichte. Ne? Sie wird nie Miss Monde werden, aber sie ist eine tolle Sängerin. Das Konzert, wo das Bild gemacht ist, ne? Das war auf einer Montag, aber das Konzert, was ich hinterher mit ihr organisiert habe, das war toll. Das Mädchen ist unglaublich. Ne? Ja. Die schmiss sich auf die Leute, und die ist nicht... Die wurde in die Luft geschleudert und sang trotzdem, ich meine, das Mädchen ist toll. Ne? Ja. Aber ich meine, natürlich. Kann das sein, sich so gehen zu lassen und das so frei zu zeigen, was ich bewundere. Ne? Ja. Kann das sein, dass das auch ein äußeres Signal dafür ist, dass wir uns insgesamt von diesem, sagen wir, Schlankheitswahn ein bisschen abkehren? Oder sind das zwei Entwicklungen, die nichts miteinander zu tun haben? Die wären für Frauen, die etwas vollschlank wären, dann sagen die, ja, das betrifft mich nicht. Ne? Das ist bekannt, das wollen die keiner sehen. Aber es gibt heute zum Beispiel ein neues Starmodel, die hat viel mehr Form wie die andere, die heißt Lara Stone. Und Lara Stone ist der neue Star und die ist wenigstens 6, 7, 8 Kilo kräftiger wie die anderen. Ist eine Holländerin, tolles Mädchen. Wie die berühmte Anna Wintour vom Vogue sagt, du musst mal deine Zähne arrangieren lassen. Da hat sie gesagt, wieso haben Sie keinen Retoucheur? Aber bei mir wird nichts rearrangiert. Oh, gut. Also toll, ein selbstbewusstes Mädchen. Sonst sagt niemand Anna Wintour was, ne? Bis zu welcher Konfektionsgröße kann man denn Ihre Sachen tragen? Also die Karl Lagerfeld-Sachen? Ja, wissen Sie, wenn Sie Haute Couture haben, dann gibt es keine Grenzen. Aber die Leute, die Haute Couture kaufen, sind schlanker wie die Models beinahe. Ich meine, wissen Sie, die Sachen sehen wirklich nur gut aus für Frauen bis 42. Nachher sieht das nicht mehr so
so toll aus. Ne? Das heißt, da ist dann sozusagen mit Mode auch Schicht? Ja, nachher zieht man sich an. Das ist der Unterschied zwischen man kleidet sich und man zieht sich an? Oder? Aber es gibt Ausnahmen, die plötzlich Mode tragen können, auch wenn sie dem nicht entsprechen im Idealmaß. Wir sehen hier einige Bilder und ja, da kann man ja schnell erkennen, wobei ich muss mir das jetzt versuchen vorzustellen in 42 plus. Wobei 42 ist das nicht noch gängig? So, im Grunde muss 34 sein, wenn Sie mich fragen. Hm? Aber Herr Lager, für Männer auch, welche Größe tragen Sie? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also, 50, aber, ja, aber ich krieg's kaum zu. Ja, meine 46. Oder ja, das ist. Hm? Nein, ich esse ja noch. Das ist ja, Sie sind ja noch menschlich. Ja. Ja. Profitieren Sie. Essen Sie nach wie vor nur Frischkäse und hier Light Cola? Ja, ja, das genügt aber. Hm? Ja. Denn ich habe es geschafft, dass ich nicht mehr in Versuchung geführt werde. Mhm. Macht mir nichts mehr aus. Ich sehe das an wie Plastik. Ich bin so wie die Tiere im Urwald, die nur das essen, was gut für sie ist und den Rest nicht berühren. Hm? Ja, aber ich nehme den Rest schon noch wahr. Also muss ich sagen. Ich habe sehr viel Verständnis für diese Art Schwächen. Ne? Ja, ja, doch. So ein Stück Erdbeertorte oder so? Das wollen wir. Nein, das macht mir nichts mehr aus. Wo können Sie schwach werden? Erdbeertorte nicht? Es ist gegen meine Natur, schwach zu werden. Ja. Und wenn Sie schon schwach sind, dann würden Sie es zumindest mir nicht erzählen. Das Einzige, wo ich Angst vor habe, ist schwachsinnig zu werden. Aber gibt es nicht so eine Lustgeschichte beim Essen, wo Sie sagen, da kann ich nicht dran vorbei? Sei es Wasabi-Nüsse oder... Das ist der Triumph des Willens, das ist noch besser. Ne? Ja? Und ich nehme da kein schlechtes Zitat. Ne? Ja. Zu sagen, ich möchte, aber ich kann Nein sagen, ist nicht schlecht. Ne? Ich habe mein ganzes Leben in einem Milieu verbracht, wo die Leute trinken, rauchen und ich will ihnen nicht sagen, was. Ne? Ja. Ich habe nie geraucht, nie getrunken und nie den Rest. Ich war immer Zuschauer. Ich habe irgendwie, es gibt Leute, die haben einen Instinkt, sich zu zerstören und andere haben einen Selbsterhaltungstrieb. Und ich glaube, das ist mein strengster Trieb. Mhm. Aber ich bewundere Leute, die sich beinahe selbst zerstören. Da gehört Mut zu. Hm? Ja, die Bewunderung nehme ich Ihnen nicht ganz ab. Wieso? Na, wenn Menschen sich selbst zerstören. Ja, doch, wenn man besonders berühmt, talentierte Leute, die sich selbst zerstören, das bewundere ich. Es tut mir voll leid. Denn wie kann man sowas Dummes machen? Denn man kann Dummheit bewundern, wie man Intelligenz bewundern kann auch. Dass die Leute sich selber in den Mülleimer und sich werfen beinahe und sich kaputt machen. Aber vielleicht das Talent wäre nicht das Gleiche, wenn die nicht so vulnerabel wären. Das kann man nicht beurteilen. Es ist zu einfach, das zu beurteilen. Zum Beispiel Amy Winehouse, die säuft sich fast zu Tode, ist eine fantastische Musikerin, aber ich denke dann immer, das arme Kind, warum vergeudet sie ihr Talent so? Die ist doch außergewöhnlich. Ja, aber vielleicht wäre das Warum Talent... Warum musste Janis Joplin so früh sterben? Ja, Warum aber ist... vielleicht war das Talent ohne das, was die gemacht haben, nicht das, was das Talent Dann war. Dann ist es kein Talent. Da bin ich nicht von überzeugt. Das können wir nicht sagen. Weder Sie noch ich haben diese Art Talent gehabt, um sowas zu beurteilen. Ja. Wir werden es auch nicht mehr kriegen. Keine Rockstars. Ja. Nein, nein. Ja? Ich bin null für die Musik. Ja? Ja. Wenn Sie prominente Menschen sehen, überlegen Sie sich dann auch manchmal, Mensch, guck mal, das würde ich denen helfen, da würde ich denen sagen, mach mal das, lass mal das weg. Also machen Sie sich über den Stil anderer Leute Gedanken und haben dann praktisch wie so eine Art, ich will nicht sagen, Verkaufsstrategie. Meine Gedanken, die hebe ich für was anderes auf. Ne? Ja? Doch, wahrscheinlich. Aber ich meine, ja, aber das ist sehr oberflächlich. Im Grunde mache ich meine Kollektion und meine Arbeit, ohne hinterher das Ergebnis auf anderen zu beurteilen, zu vergleichen mit dem, was anderen machen und so. Das soll man nicht. Wissen Sie, das ist ein Beruf und das andere ist, was aus dem Beruf wird, was aus den Sachen wird, was die Leute tragen, wie sie es tragen. Wissen Sie, wenn man Leute sieht, die grauenhaft angezogen sind, für was wir grauenhaft finden, ja, die waren vielleicht im siebten Himmel, wie sie das grauenhafte Zeug gekauft haben. Also, das haben das Gefühl, ein man gutes soll da nicht so prätentiös sagen, ich habe den guten Geschmack gepachtet, ja, meine Meinung ist 100% wichtig. Das ist sehr prätentiös. Wir werden Ihnen zwei, drei Menschen zeigen, die Sie sofort erkennen und können Sie uns da sagen, was Sie da für Verbesserungstipps hätten. Oder gar keine, das kann natürlich auch sein. Das ist zum Beispiel ja, aber das ist wie Janis Joplin. Wenn die nicht so wäre, wäre das auch nicht richtig. Die ist perfekt in dieser Rolle. Da weiß ich nicht, was man ihr da vorschlagen soll. Ja, okay, na, das ist doch mal ein Wort. Wir haben weitere, zum Beispiel diese junge Dame, Next Generation, Paris Hilton ist das. Ja gut, die hat eine Mannequin-Figur und die versucht hart, ohne ein gewisses Talent, in allen Zeitungen zu bleiben. Da gehört auch Mut zu. Ne? Aber glauben Sie nicht, dass das ein dummes Mädchen ist? Ne? Nein. Sie. Das ist ein intelligentes Mädchen, die macht sich über sich selber auch lustig. Ne? Angela Merkel? Ja, wissen Sie, da ist sie ja sehr dekoltiert. Das ist vielleicht nicht das Wichtigste bei ihr. Aber ich meine, sie hat es ja wieder noch gut geschafft und sie macht ihren Beruf toll. Und in solchem Beruf, da ist Mode sehr gefährlich. Ist es zu modisch, wird es kritisiert. Ist es nicht modisch, wird es auch wieder kritisiert und lustig gemacht. Für eine Frau ist das sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, im Übrigen wird sie für was anderes bewertet, in der Hauptsache. Ja, nämlich für Politik. Ja, politische Nachwuchstalente. Wie wäre es zum Beispiel mit diesem jungen Mann hier, Guido Westerwelle? Wer ist denn das? Guido Westerwelle, das ist der Vorsitzende der FDP.
Ja, ich kenne deutsche Politiker nicht. Also, das sind wir, also, die Liberalen. Kenne ich nicht. Ja, ja, liberal. Ich bin sehr liberal, aber das genügt nicht um den. Ja gut, das sieht ganz okay aus. Das könnte auch ein Bankier sein, ne? Ja. Ja, auch wenn er sich mit Geld, wobei die kennen sich gar nicht so gut aus mit Geld, haben wir jetzt gelernt. Gut, also das ist einer der Stars der Szene. Großer, flassschlanker Mann. Ne? Ja, nein, also kennen Sie ihn? Das ist unser Bundeswirtschaftsminister, Karl. Ich kenne den deutschen Guttenberg. Ich lebe nicht in Deutschland, dürfen Sie nicht vergessen. Ja, aber der ist doch gut gekleidet. Ja, ich meine, der ist besser wie La Fontaine, c'est sûr. Ja. Das ist sicherlich. Aber ja. Ja. Ich verstehe. Kennen Sie deutsche Showgrößen oder? Show them. Hm? Zum Beispiel Dirk Bach. Nee, ist kein. Okay. Kennen Sie den? Haben wir noch ein Angebot? Nein. Das ist, Moment, das ist Dieter Bohlen. Ja, Dieter Bohlen kenne ich aus der Bunden. Ne? Ja, und? Ja, für die Rolle ist er richtig. Ne? Und ich meine jetzt auch vom Styling. Das ist nichts zu sagen. Jeans mit der türkisfarbenen Jacke. Ja. In seinem Fall ist das ein perfekter Look. Ja, okay. Und hat er die Figur auch gehalten und so weiter? Ja, gut aussehender Mann. Ich meine, da hat nichts gegen zu sagen. Ja, dann hätten wir noch ein Angebot. Thomas Gottschalk. Ja, der ist aber so nett, dass ihm das beinahe steht, wenn er auch unmögliche Sachen anzieht. Er hat einen gewissen Wiedererkennungswert. Ja. Über Wolfgang Job, den zeigen wir jetzt auch mal, haben Sie mal gesagt, der sieht manchmal aus wie eine alte Geisha. Geisha. Geishas haben normalerweise schwarze Haare. Ja, für mich trägt er zu viel Buntes. Ja. Ja, das ist ja in dem Fall auch so. Ja, darum. Ich meine, das Höschen bin ich nicht 100% von überzeugt. Sagten Sie Höschen? Höschen. Ich dachte Höschen. Höschen. Und dann haben wir noch einen. Da ich bin hab ich Schlüpfer gesagt. Ja, ist schon klar. Da bin ich dann aber auch nicht sicher, ob Sie den kennen. Das ist der Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, Joachim Löw. Nee, dem wird weiterhin nachgesagt, dass er sich eigentlich ganz adrett kleiden kann. Würden Sie das bestätigen? Ja, das ist so klassisch, da kann man nichts dran kritisieren. Ne? Mhm. Ein dunkler Anzug im kleinen Schal und weißen oder himmelblauen Hemd. Ich weiß nicht, wie das im Wetter ist. Ich glaube, das könnte leicht blau sein, das gibt es aber auch in weiß. Ja, also das hat er mal so. Das ist unter uns gesagt ziemlich anonym als Look. Da kann er sich nicht mit vertun. Ja, ja. Er wird aber auch nicht mit auf die Best-Dress-Liste kommen. Ne? Ja, aber er soll sich auch um Fußball kümmern. Was wäre eigentlich ein Sport, der für Sie aus modischen Gründen interessant wäre? Ja, wissen Sie, heute, wenn man sich Tennis anguckt, der hat das ja nichts mehr mit dem modischen Tennis-Look von Kramp zu tun. Bei weißen Federer ein bisschen. Bei Federer, keine lange Hose. Aber ich finde, Federer ist immer noch so ein Gentleman da. Ja, der ist toll, der Federer. Sonst wäre er ja auch nicht wahrscheinlich der beste Spieler der Welt. Ja. Aber ich bin gegen die Farbe und bunte Sachen auf dem Tennisplatz. Ich finde, das sieht besser aus, wenn die alle in Schneeweiß sind. Also traditionell, althergebracht. Ja, genau. Mhm. Schlafen Sie nach wie vor jede Nacht mit einem Nachthemd? Ja, aber das Nachthemd, das klingt, wie wenn Sie was aus von Wilhelm Busch Eine interessante Vorstellung. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, das sind Hemden, bitte, die bis auf die Erde gehen, lange Ärmel, schneeweiß, in einem wunderbaren Poplin, in denen ich schlafe und die ich, bis ich mich anziehe, auch als Arbeitskittel zu Hause, denn ich bin Heimarbeiter, trage, wenn ich zeichne, denn wenn ich so angezogen bin, ist das schon alles schmutzig, denn ich arbeite mit Farben, Pastell und so, ich zeichne alles selber. Meine Kollektion zeichne ich komischerweise alles selber und die Illustrationen, alles, mache ich alles selber und Farben und das ist alles schmutzig. Und dann wird das hinterher in den Wäschekorb getan. Also es ist eine Art Nachtkleid, was auch für die ersten Tagesstunden sozusagen die genau, richtige Klamotte ist. Das ist wie im 18. Jahrhundert. Ja. Und Sie schlafen mit einem Kissen auf dem Bauch? Nee, im Flugzeug. Nur im Flugzeug? Nicht in meinem Bett. Ach, im Bett nicht. Und warum dieses Kissen? Gibt Ihnen das ein Gefühl von Sicherheit? Ich habe ein Problem, ich vertrage die Air-Condition und nicht auf dem Sternum hier. Ja? Also Sie Kommt können das am Bauch nicht haben? Ja, da kann ich das hier nicht haben. Jeder hat seine Schwächen ne? Und seine gefährlichen Punkte. Ne? Was tragen Sie am Strand? Am Strand? Ich gehe nicht mehr so viel am Strand, weil da gibt es Zeiten, wo man an den Strand gehen soll. Und hier gibt es Zeiten, wo man weniger hingehen soll. Sie meinen Lebenszeiten, Lebensabschnitte? Ja, genau. Ich meine, ich bin beinahe ein ehemaliger Beachboy in der Beziehung. Ich liebe Badeanzüge mit Trägern, wie sie früher getragen wurden. Also so richtig so bei Männern aber? Ja, ja, es gibt so ein Newton-Foto von mir in so einem Badeanzug. Oh, das werden wir finden. Und wir haben ja eigentlich eine gute Fotoredaktion, sehr gute Fotoredaktion. Ja, ich meine, das ist ein bekanntes Foto. Hm? Ja, das ist nicht. Nein. Das ist Borat. Ja, das ist aber witzig, Ja, das ist aber möglicherweise ist das ja Trendsetting, wobei der Film. Bin ich überzeugt. Haben Sie viele davon gesehen? Nein, der Film ist ja schon ein paar Jahre draußen. Ich habe nicht einen einzigen davon gesehen. Ja. Was kann man denn als Mann am Strand tragen, ohne völlig albern zu wirken? Ja, das kommt dabei auf den Körper an. Ne? Ja. Und ich meine, heute haben die all diesen langen Shorts an. Ne? Heute wirken die in kleinen, engen Badeanzügen lächerlich und unmodern. Ne? Das ist bei einer Generationsfrage. Wenn man so Boxen, so ja, Shorts. Das haben die meisten ja heute an. Ja, ne? Stimmt. Ja. Was im Grunde eine sehr dezente Sache ist. Das ist wie die Unterteile der Badeanzüge von der Frauen vom Ersten Weltkrieg. Ne? Wohin reisen Sie, wenn Sie entspannen möchten?
Wie bitte? Wohin reisen Sie, wenn Sie sich mal richtig entspannen möchten? Ich bin immer entspannt, ich brauche nicht dafür zu reisen. Wenn Sie Gepäck mitnehmen auf eine Reise, sagen wir verlängertes Wochenende, ja? Wie lang? 4 Tage, verlängertes Wochenende. Ja. Wie viel Koffer? Das kommt wohl darauf, wo ich hingehe, was ich mache, wie oft ich mich umziehen muss. Mhm. Und dann mache ich auch gerne Auswahl haben. Ne? Das kann bis 15 Koffer gehen. Ne? Ja, für 4 Tage. Ja, neulich in Venedig habe ich ein Foto gesehen, da hatte ich 15 Koffer auf so einem Wagen. Aber ich brauche die ja nicht selbst zu tragen. Ne? Ja. Gut. Aber ich packe sie selber, weil ich ja genau wissen muss, was da drin ist. Ne? Ja. Aber ich reise mit Büchern, Briefpapier, Musik, alles. Ne? Ja. Vollkornbrot, ja. Protein. Ich bringe alles mit. Ne? Ja, okay, also den kompletten Lagerfeld. Und dann ziehe ich mich dreimal am Tag um, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin schmutzig. Verknittert, nicht sauber, nicht 100% okay. Und wenn 100% nicht mehr erreicht werden, vom eigenen Gefühl her, dann müssen Sie sich... Dann wird umgezogen. Wenn die Sendung länger dauert, müssen Sie sich ja gleich dann mal umziehen. Aber Sie sind tatlos. Ich habe einen Anzug mitgebracht, das bin ich sicher. Wir haben Filmaufnahmen, da sieht man Sie, auch wenn das jetzt schon ein paar Wochen her ist, da sieht man Sie, wie Sie für eine Reise Schmuck zusammenstellen. Das ist aber uralt schon. Bitte? Das ist schon 3-4 Jahre her. Sie lassen ja niemanden mehr in Ihr Haus. Wir hätten Sie aktuell gefilmt, aber das ist schon sehenswert. Ich kenne die Geschichte. Ja, unsere Zuschauer doch nicht. Da wird Schmuck gepackt für eine Reise. Achtung, das wird gleich noch mal ein bisschen schwungvoller. Weil man braucht ja was, so ein verlängertes Wochenende. Ja, genau. Ne? Zack. Aber im Moment trage ich die Ringe weniger. Ich habe nämlich ein komisches Problem. Ein Ende. Normal werden die doch dicker. Genau, bei mir werden die dünner. Und dann muss man ewig sich bücken und die dummen Dinger wieder aufsammeln. Okay. Und die Handschuhe, die fallen noch nicht so schnell weg. Und das Wichtigste tragen Sie ja sozusagen an der Kette. Ja, genau. Die Eheringe der Eltern, wie wir gelernt haben. Und dann gibt es aus der gleichen Dokumentation eine kurze Filmsequenz, über die bin ich gestolpert. Da gehen Sie an eine Schublade. Das ist sie noch nicht, aber gleich sind Sie an einer Schublade. Ja. Und hier, das sind das Hemdkragen? Ja. Ja. Und jetzt suchen Sie da drin und ich wundere mich. Weil die alle verschiedene Formen haben. Was? Die sind alle gleich? Nein, vom Weitem, also nicht hingucken. Aber wenn Sie mit der Lupe angucken, sehen Sie, dass sie alle verschieden sind. Wie viele so eine Hemdkragen haben Sie zu Hause? Das ist ja... Da habe ich hunderte von. Ja? Das heißt, die werden alle aufgeknüpft? Ja, die werden hier mit dem Knopf und hinten zugemacht. Das heißt, Sie tragen gar nicht so ein profanes Hemd wie ich zum Beispiel, wo der Kragen schon am Hemd ist. Ich will das nicht so profan nennen, aber so hohe Kragen, die sind gestärkt, die kann man nicht knöpfen. Das muss man so machen. Und früher waren alle Hemden mit abnehmbaren Kragen. Und das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Das gibt einen gewissen Halt. Das ist wie ein steifer Rollkragen. Und das haben Sie. Sie haben das einfach gerne, diese Festigkeit. Ja, auf jeden Fall kann ich das nicht gehen lassen. Ja. Das Erste, was ich mache, wenn ich fertig bin, sozusagen nach Hause komme, ich ziehe den Schlips aus und mache den obersten Knopf auf und denke, ah, das ist ein Gefühl von Freiheit. Ist ja nicht zu eng, das merke ich ja gar nicht. Okay. Und die sind alle verschieden? Ich hätte gedacht, die sind alle. Da gibt es, sagen wir, 15 verschiedene Modelle. Und dann stehen Sie da am Flughafen irgendwo, sagen wir, in Paris, Charles de Gaulle oder in Frankfurt, München, tralala. Und dann checken Sie ein mit 15 Koffern? Oder reisen Sie? Nicht alleine. Reisen Sie ausschließlich Privatjet? Muss ich darauf antworten? Nein. Ich bin völlig neidfrei. Ich gönne Ihnen das. From the bottom of my heart. Ja? Okay. Wenn die Leute heute mit diesem Telefon sie alle erkennen, ich bin ja nicht nur in Frankreich und Deutschland bekannt, dann kann man nicht mal über die Straße gehen. Ne? Und das nervt. Und Nerven ist ein Wort, was ich nicht benutze. Da kann man nervös von werden. Nerven ist in deutscher Grammatik ein furchtbares Wort. Ne? Ich entschuldige mich. Nein, das macht nichts. Ich kriege jedes Mal, wenn ich eine Fernsehsendung mache, kriege ich Briefe von Deutschlehrern, die mir sagen, mein Deutsch wäre wunderbar. Im Grunde ist mein Deutsch nur total unmodern. Ja. Und die machen dann Fotos mit dem Handy und so und davon fühlen sie sich Und dann meistens die Leute, die zittern dann so und dann wollen sie mit der Mutter, der Tochter, der Vater und so und dann kommen die an die ran und dann zittern die und so und das ist nicht möglich. Sie mögen auch nicht angefasst werden. Nein, darum habe ich auch Handschuhe, ich fasse die anderen ja auch nicht an. Und die meisten Leute, die sind dann so nervös, dass sie den Apparat nicht zurechtkriegen, dann können sie das stundenlang stehen, das ist grauenhaft. Ja. Okay. Klar. Und dann ist das nicht scharf, dann muss nochmal gemacht werden. Genau. Ja. Und dann sind die meisten 3 oder 4. Ne? Die japanischen Menschen, insbesondere japanische Frauen, haben mir Kollegen erzählt, seien nicht so zurückhaltend. Da stand weniger, wie man denkt. Ja, die kneifen ihnen sogar in den Po. Ja. Ja. Weil, ist das eine besondere Geste? Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann ja keine Fragen auf Japanisch stellen, das kann ich ja nicht wissen. Aber die kommen wirklich und... Das ist mir passiert, oft. Ja? Ja. Besonders bei Colette im Laden in Paris, in diesem Trendy-Laden in Paris. Ne? Okay, und da kommen die, die Reisenden? Wenn sie vorne ich würde auf einige Gedanken kommen, aber nicht auf den Gedanken, ihnen Po zu kneifen. Wenn ich die anderen Gedanken mal haben? Ja. Hätten Sie manchmal Lust, unerkannt zu sein? Sie wissen, es gibt ein französisches Sprichwort, dass man kann nicht die Butter und das Geld von der Butter haben. Ne? Das ist nun mal so. Ne?
Ja? Das ist so einfach. Die Leute, die mit dem bekannt sind, wollen sich mir gesehen, dann machen die Skandale und verprügeln die Fotografen. Nein. Strich ist Strich, ne? Ja, okay. Aber man könnte eine Perücke aufsetzen. Das habe ich einmal gemacht. Da habe ich mir so ein Bonnet aufgesetzt. Da wollte ich von meinem Fotostudio zu dem Laden gehen, wo die Rahmen machen. Und an der Straßenecke, das war keine 20 Meter. Sie waren wie verkleidet? So wie ich. Ich bin immer verkleidet. So eine Mütze auf. Ne? Ja. Und da kommt so ein Mann und sagt vor mir so, hallo? Und so die Gieß, man versucht sich zu verkleiden. Da habe ich gesagt, jetzt ja, aber andere Perücke, andere Brille, alles anders, Korthose. Ja, warum denn? Ich meine, man soll das ja auch, ich betrachte die Welt als eine Bühne 24 Stunden pro Tag. Ja. Fühlen Sie sich sicher immer oder haben Sie manchmal Angst vor Dingen? Was heißt Angst? Ich meine, ja, wenn Leute Sie bedrängen. Also Sie kommen irgendwo hin, es ist immer Karl Lagerfeld, ganz viele drumherum. Ja, aber ich gehe ja nicht alleine. Man hilft. Ja. So nah kommen die auch an mich nicht ran. Ne? Mhm. Und Sie lassen sich fahren in einem ganz besonderen Auto, nämlich in einem, heißt Hammer, wird das, glaube ich, ausgesprochen. Ja. Ein großes Fahrzeug, panzerähnlich. Ja, genau, das liebe ich. Ja? Weil ich hasse tief in diesen tiefen Sportwagen und so. Da ist man an der Gosse da und ja. Guckt da rein. Ne? Und Sie sitzen lieber ein bisschen drüber? Ja, da sieht man besser. Ich dominiere lieber die Situation. Ne? Ja. Und vor allem, wenn ein anderer Wagen reinfährt, dann kriegen sie das auch nicht ins Gesicht. Ne? Ja. Auch so gemacht, dass sie nicht mehr so viel verschleißen am Benzin wie früher. Das gibt die jetzt auch mit mehr ökologisch. Das muss man dazu sagen, weil früher war das total. Ich will gern politisch korrekt sein, aber ich hasse nichts mehr auf der Welt, wenn Leute, die einen ewig so reden halten, über politisch korrekt und dann persönlich nicht sind. Ne? Mhm. Jeder sollte es sein, aber da soll man kein Unterhaltungsthema draus machen. Mhm. Es gibt auch Leute, zum Beispiel, es ist mir öfters mit Leute, die in Restaurants sagen, ja, ich muss mit ihnen sprechen, ich kümmere mich um Humanitäres. Dann sage ich, wieso, sie mögen keine Tiere? Ja. Denn es gibt Leute, das ist wirklich nicht deren Beruf, das ist ein Beruf. Es gibt Leute, die machen das toll, wie Elton Jones und sowas. Aber total unbekannte Leute, die von ihnen Geld haben wollen für ihre Werke. Welche Werke? Es gibt seriöse Werke, es gibt aber auch viele, die nicht seriös sind. Selbst bei seriösen Werken kenne ich Leute, wo die mit der Kasse durchgegangen sind. Hm? Mhm. Also Sie meinen so Stiftungen? Ja, wenn ein unbekannter Mensch, ich kümmere mich um Humanitäres, dann sage ich, wieso, mögen Sie keine Tiere? Ja, weil es so viele gute Dinge gibt, die man machen könnte. Ja, genau. Ich meine, haben Sie Flugangst manchmal? Nein. Überhaupt nicht. Trotz Rio, Paris, nein. Ja. Ja. Ja, das hat viele Menschen bewegt. Ja, aber das sollte sich viel mehr noch bewegen mit der Autobahn. Ne? Wenn Sie das alles zusammenrechnen, gibt es viel mehr Leute, die bei Verkehrsunfällen sterben, wie in Flugzeugunfällen. Mhm. Noch nicht mal Angst vor Spinnen oder sowas? Nein. Ja? Völlig angstfreier. Ja? Ein völlig angstfreier Mensch. Oder nicht? Ja, Gott, das bilde ich mir ein. Aber ich meine, Krankheit ist nicht gerade meine Idealvorstellung. Aber ja. Mhm. Sie haben Angst vor Krankheit? Angst ist nicht das richtige Wort. Aber ich habe keine Lust, krank zu sein. Das ist was anderes. Völlig korrekt. Wenn wir hier eine Umfrage machen, werden wir schnell. Die flüchten in die Krankheit. Das gibt das. Das ist berühmt. Ja, und es gibt so hypochondrische Geschichten. Ja, sehen das nach gerade herbei. Ich hasse das. Ne? Ja. Also Sie lassen sich alle drei Monate nach wie vor komplett checken? Mhm. Ja, tun Sie mit Ihrem Auto ja auch. Ne? Ja, ja. Und dann aber mit allem drum und dran. Also richtig. Ja, alles drum und dran. So viel dran ist ja auch wieder nicht dran, dass man das so macht. Aber ich mache richtige Analysen. Die sehr kompliziert ist, dass wenn das mal zum Beispiel von dem Institut, die sowas machen, neue Dame ist, die Blumen, das sagt, was haben Sie denn, dass Sie das alles machen müssen? Ich sage, ich habe nichts, ich will nichts haben. Und man muss immer auf dem Laufenden sein, insbesondere über sich selbst. Man muss rennen. Ne? Ja. Wir haben über Feinde gesprochen, also keine wirklichen Feinde, aber mögliche Feindschaft. Über Neid haben wir gesprochen. Reden wir mal über Freunde. Da gibt es einen, mit dem waren Sie mit Andy Warhol befreundet? Würden Sie das sagen? Ja, ich meine, ich kannte ihn gut. Ich habe sogar in einem Film mitgespielt. Sie würden mich nie wiedererkennen. Wir sehen es gleich. Ah, nein, bitte nicht. Aber befreundet, was heißt das sagen? Wenn die Leute tot sind, dann sagen die waren alle intim befreundet mit. Ne? Ja. Aber im Grunde war der, wie man so schön sagt, Pusso Krim. Der war ein ziemlich Voyeur und die ganze Situation war nicht für mich gemacht, aber er war trotzdem genial und was er gemacht hat, ist immerhin unglaublich. Ne? Das macht sich nicht mit moralischer Strenge. Sie haben 1972 in diesem Film mitgespielt oder gedreht? Nein, 70. Sehen Sie, 70? Meine Informationen sind falsch. Je m'excuse mille fois. Ich bin daran gewöhnt an falsche Informationen. Ja, okay. Ist mir auch egal. Korrigieren Sie mich nur. Auf jeden Fall, hoffentlich stimmt der Filmtitel, der soll L'amour heißen. Das war nicht sein Meisterwerk. Ne? Die Liebe. Ich habe von diesem Film in der Vorbereitung auf diese Sendung zum ersten Mal gehört. Das gestehe ich freimütig. Nicht, dass Sie mich gleich wieder fragen müssen. Aber dankenswerterweise hat das Andy Warhol Museum in Pittsburgh uns Ausschnitte zur Verfügung gestellt. Mhm. Insbesondere diesen hier. Bitte sehr. Leidenschaft pur. Okay.
Man muss man als jemand, der im Film mitspielt, muss man auch die Gabe haben, Dinge zu tun, die man nicht mag. Das gehört einfach dazu. Hat der Kurs Spaß gemacht? Was meinen Sie, was mir da dran missfallen hätte? Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Interpretation meiner Frage. Ich hätte jetzt gefragt, hat der Kurs Spaß gemacht? Natürlich, warum nicht? Sah das so aus, wie wenn das nur tragische Schauspielerei wäre? Ja, ich halte mich zurück mit der Bewertung von Kussszenen. In diesem Fall und in vielen anderen Fällen. Ich warte mal einen kleinen Porno mit Ihnen zu sehen. Der Film ist 1970 gedreht. Waren Sie da 37 oder 32? Das weiß keiner. In der Mitte. Ich hatte gedacht, durch diese Hintertür können wir das Thema noch mal anschneiden. Würde ich. Das ist so abgeschnitten, das ist mir total egal. Ja. So mäßige? Ja Gott, das war okay. Man kannte nichts anderes vorher und hinterher war es wieder anders. Das war schon ganz witzig, weil das irgendwie im Grunde bescheiden war. Das war nicht so eine Bling-Bling-Sache wie heute. Und das war vor dem Sida und all das. Das war irgendwie eine ziemlich sorglose Zeit, im gewissen Sinne. Aber es ging da nicht so viel um Geld, es ging da mehr um sich zu amüsieren. Mhm. Ich habe nebenbei als Verleger gerade ein Buch darüber rausgebracht von einem jungen Mann, der damals, also heute ein Herr im gewissen Alter, der wunderbar fotografiert hat. Ich kann Ihnen das Buch schicken, das ist wirklich toll gemacht. Und da können Sie, da war schon eine gewisse Atmosphäre, aber im Grunde gab es da auch sordide Sachen bei. Mhm. Und die ganze Idee der 70er Jahre, das ist stimulierend für Leute, die es nicht gekannt haben. Für die es gekannt haben, ist es eher ein Teil der Erinnerung. Ich selber denke da nie mehr dran. Mhm. Ich meine, Sie sagen mir, das bin ich. Okay, das war okay, aber da, weg damit. Ja. Und es gab nie die Versuchung, an den Exzessen teilzunehmen, also an Drogen und all dem, was da erreicht wurde? Nein, ich habe diese herbe nordische Natur. Im Grunde hätte ich Calvinist sein sollen. Mhm. Aber ich bin nur herbe und streng für mich, nicht für die anderen. Für die anderen bin ich äußerst, ich verstehe alles. Waren Sie nie richtig betrunken? Betrunken? Ja? Schlafe ich sofort ein. Ja? Also ich kann nicht für Sie ich schlafe sofort ein. Wenn ich Schlafmittel brauche, dann kriege ich ein Glas Wein und bin ich weg. Ja? Aber ich mache Werbung für Champagner. Das beweist halt nichts dagegen. Aber ich mache die Dom Pérignon-Werbung. Aha, okay. Aber so richtig sozusagen sich mal einen draufhauen? Das hat Nein, das ist zu deutsch für mich. Im Sinne vom Deutschen, wo ich es nicht so mache. Trauen sich andere Menschen überhaupt, Sie einzuladen? Nach Hause? Ja, was sind andere Menschen? Ja, also ich hätte zum Beispiel Hemmung, Sie einzuladen, weil ich denke, oh Gott, das ist bestimmt nicht... Das reicht bestimmt nicht. Das gibt es schon. Aber ich will ja dann aber auch nicht als Partyruin da sein, dass die Leute plötzlich sich nicht mehr gut fühlen. Am besten ist, ich bleibe zu Hause oder gehe zu Leuten, wo das wie bei mir ist oder noch besser. Ne? Aha, also Sie gern zum Großen, wo man keine, wo man nicht das Gefühl haben muss, dass man nach 5 Minuten schon die privaten Räume gesehen hat. Ja genau, nein, und vor allem, das ist irgendwie peinlich, weil nicht für mich, weil ich das ja nicht so beurteile, aber ich sehe, was die Leute meinen, denken, was ich denken könnte und so bin ich gar nicht. Ne? Mhm. Darum bleibe ich besser zu Hause und arbeite. Ja, ist zu Hause am schönsten? Für mich ist das ideal. Wenn Sie mich nach einem idealen Wochenende fragen, dann würde ich sagen, ich komme Freitagabend nach Hause, bringe Berge von Tüten mit Büchern aus meinem eigenen und anderen Buchläden mit und tue nichts anderes wie all das Lesen, Sortieren, Zeichnen und all das bis Mittwoch, Montag zum Mittagessen. Das ist für mich ideal, nicht nach der Uhr zu gucken. Und auch nicht reden? Nee, nein. Ich habe nicht das geringste Bedürfnis zu reden. Ich antworte, wenn Sie mich was fragen. Persönlich sage ich aber nie was. Ja. Dann bin ich ja schon dankbar, dass Sie überhaupt gehen. Ich bin verhältnismäßig wortgewandt, aber diese Gewandtheit benutze ich nicht, wenn ich alleine bin. Braucht das Lager... Die Lösung meines Problems, ich kenne die Frage und die Antwort, also ist das einfacher. Ah, aber es macht noch Spaß. Ja, natürlich. Ja, das heißt, das Schönste ist, nicht sprechen zu müssen. Nee, nein, das ist kein Zwang. Das ist ein ideales Wochenende. Ja, genau. Ich spreche auch gerne, aber Stunden am Telefon, das finde ich nicht sehr produktiv. Die Frage, die ich daraus ableiten wollte, war einfach, wenn Sie ein Wochenende lang nicht reden, braucht das Lagerfeldsche Gehirn auch sozusagen die Zeit, um wieder aufgeladen zu werden? Es war nicht entladen, das ist keine Batterie. Das hält ja noch. Ne? Was drin ist, bleibt auch drin. Die muss nicht wieder gleich geladen werden. Ne? Aber da kann man noch was dazu. Da ist noch Platz. Da kann ich noch was dazu tun. Wie finden Sie die modernen Männer, die Männer von heute, wie man so sagt, die sich beteiligen am Haushalt, an der Kindererziehung, die teilweise ein Jahr nicht ihrem Job nachgehen, um ein sogenanntes Sabbatical zu machen? Ich bin so 100% von überzeugt, dass sie da so gut sind wie Frauen. Ne?
In der Erziehung der Kinder? Ja, unter uns gesagt. Ich bin für Matriarchat, also müssen Sie mich nicht so sehr nachfragen. Ne? Ja, Sie sagen, meine Mutter sagte, Männer sind gar nicht so wichtig. Man kann von jedem Mann ein Kind kriegen, wenn man will. Wenn Sie das Ihrem Kind sagen, dann haben Sie natürlich eine andere Meinung. Ne? Mhm. Das hat sich schon eingraviert so ein bisschen. Ja, da hat sie auch wieder gar nicht recht gehabt. Ne? Ja. Sie haben ja Patenkinder. Ich habe Berge von Patenkindern. Ja, sieben Stück hätte ich gesagt. Ja, einige sind enttäuschend und einige sind toll. Okay, Sie müssen ja nicht sagen, wer was ist, aber was. Nein, einer meiner Besten oder der Beste ist der Sohn von Florentin Papst. Okay, und der hat sich außergewöhnlich entwickelt. Ja, der ist toll geworden, was der macht, auch im Leben und so weiter und so fort. Ich habe aber auch Jüngere noch. Aber im Grunde will ich keine Patenkinder mehr haben, denn man kann sich ja nicht drum kümmern. Vor allem, man kann sich mit den Eltern auch verkrachen zwischendurch und dann ist das gar nicht so angenehm. Ne? Und für die Kinder auch nicht mehr, weil sie haben ja keinen Patenonkel mehr. Ja, gut, solange für die Kinder da und der Geschenke kommen, geht das ja. Aber ich meine, der Backen spielt ja keine Rolle mehr. Ne? Auf diese Art und Weise haben Sie sich gekümmert, Sie haben sich schon engagiert. Sie haben Geschenke geschickt, Briefe geschrieben. Ja, die Kleinen waren, ja, aber ich hatte nur einen, der sehr nett ist, aber der ist irgendwie beinahe auf mich neidisch und meint, ja, für dich ist alles einfach, aber ich muss kämpfen. Ja, Gott, man muss man ja auch kämpfen. Und der ist 45. Also, ne? Unabhängig davon, ob das für Ihre Lebensplanung jemals eine Rolle gespielt hat, ich hätte mir gut vorstellen können, so einen kleinen Karl oder eine kleine Carla, ein eigenes Kind. Nein, ich bin zu oberflächlich und zu egoistisch und zu sehr mit mir selbst beschäftigt, dass ich nicht gut gewesen wäre als Kind. Und vor allen Dingen, jemand hat gesagt, der schönste Moment im Leben eines Vaters ist, wenn er merkt, dass sein Sohn mittelmäßig ist. Das ist ein grauenhafter Satz, ich weiß nicht, ich glaube von Oscar Wilde. Ich bin nicht sicher, dass ich dafür gemacht bin. Denn ich meine, Kinder zu haben ist eine seriöse Sache. Ne? Mhm. Und dafür bin ich nicht seriös genug. Oder ich nehme mich selber zu ernst, dass ich mich noch um andere kümmere. Und das, wissen Sie, mit einem Beruf wie dem meinen, wo man so viel Kollektion hat, wo man immer disponibel sein, da kann man sich nicht um die Klasse des kleinen Jungen oder des kleinen Mädchen kümmern. Das geht nicht, nein, nein. Hm? Mhm. Und dann, wenn die nicht so ausgefallen wären, wie man sich das vorstellt, ist das auch furchtbar. Ich kenne so viele Leute, die Kinder haben, mit denen sie im Grunde nicht zufrieden sind. Das ist auch kein Triumph. Ne? Darum, das ist auch nicht toll. Darum, das ist eine schwierige Sache. Man könnte auch einfach sagen, lass die Kinder sich entwickeln, dafür sind es doch Kinder. Ja, sicherlich, aber es kommt darauf an, wie die sich entwickeln. Nein, meine ideale Lebensbeziehung für allen Kinder inbegriffen ist Wahlverwandtschaft, mein Lieblingsroman von Goethe. Ne? Mhm. Das soll einem nicht aufgezwungen werden, der Zufall soll es einem zubringen. Können Sie lachen über Menschen, die über Sie lachen? Ich kann vor allem über mich selber lachen. Wichtige Qualität, wenn man sie zum Beispiel karikiert, wenn man sie imitiert. Ja, natürlich. Da bin ich dran gewöhnt. Und das finde ich auch ganz witzig, im Gegenteil. Hm? Ja. Wir hatten kürzlich hier in der Sendung jemanden zu Besuch, dem habe ich dann auch so zwei, drei Fragen an, in Anführungsstrichen, Karl Lagerfeld gestellt. Ein glänzender Parodist, ein Deutscher. Aber Sie können ja selber sagen, ob Sie ihn glänzend finden. In Frankreich gibt es auch einen, der ist so gut. Neulich war der im Fernsehen und ich war in einem Nebenzimmer und hörte die Stimme und dachte, was habe ich denn da für einen Quatsch geredet? Ja? Der hier heißt Jörg Knörr. Ich finde, er hat das gut gemacht. Mit Heidi Klum sind Sie nicht so gut. Warum? Ich kenne die Frau gar nicht. Für mich. Ich höre den Namen zum ersten Mal. Selbst mit so einem Namen kann man niemals Karriere machen. Ich meine, ich kenne viele Frauen. Kate Moss können Sie mir sagen und so. Das sind ja wirklich Frauen. Ich meine, das sind richtige Frauen. Da muss ja nichts dran sein. Ich meine, ich mag ja gerne so ein bisschen was Androgynes. Nicht? Kate Moss ist ja so, gut, ist ein bisschen dünn. Gut, wenn man deren Augen so einen Lidstrich macht, das ist schon Höhlenmalerei. Das ist ja furchtbar. Ich habe ja ein furchtbares Trauma mit der Deutschen Bundesbahn erlebt. Ich war im Speisewagen, Herr Kader, unglaublich. Es war ein Malheur maximal. Ich saß da und aß da so ein Gulasch und jemand hinter mir hat mich nur von hinten gesehen und sagte zum Kellner, ich hätte gern dasselbe wie die alte Frau da vorne. Also ich finde das furchtbar. Nicht schlecht. Stimme ist gut, aber der Look ist nicht richtig. Ja, der Look. Ich hab ihn überrollt in der Sendung. Ja. Er war kurz. Ich muss nicht nichts gemacht. Ich habe ihn überrollt damit. Ich sage Ihnen, er war kurz vorher noch. Deine Stimme ist gut gemacht. Er war kurz vorher noch Inge Meisel und anschließend Papst Johannes Paul II. Also das ist die Bandbreite, alles innerhalb von 3-4 Minuten. Sprechen Sie eigentlich so schnell, weil Sie denken, dann ist es schneller vorbei? Nein. Oder muss mir wurde als Kind gesagt, sprech schneller für den Quatsch, den du redest, da kann man nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. In der Kürze liegt die Würze. Maschinengewehrsprache finde ich gut. Ich hasse Leute, die langsam sprechen. Passiert es Ihnen manchmal, dass Sie gar nicht darüber nachdenken, was Sie reden? Das passiert mir leider sehr oft. Ja. Und zwar geht das aus dem Mund raus, ohne dass es durch den Kopf geht. Das ist sehr gefährlich. Ne? Ja.
Jetzt sind wir genau eine Stunde und 15 Minuten zugange. Unsere Sendezeit geht gerade vorbei. War heute, war heute irgendetwas dabei, wo Sie sagen würden, um Gottes Willen, was habe ich da geredet? Nö, da denke ich nicht dran. Ich vergesse das in der Sekunde. Und ich bilde mir ein, ich hätte nichts gesagt, was irgendwie unangenehme Folgen haben könnte für Sie oder für mich. Dann können wir doch sagen, wir treffen uns demnächst mal wieder und können so tun, als hätten wir uns noch nie gesehen. Genau, das rate ich Ihnen das immer besser. Ne? Aber Sie müssen zugeben, dass das Stehen toll ist. Ne? Ja, das hätte ich jetzt als letztes gesagt. Danke für den großartigen Vorschlag. Ja. Wir werden das häufiger machen. Ja, genau, allerdings nur mit Menschen, die das durchstehen. Danke an Karl Lagerfeld.